Ein herzliches Willkommen am letzten Vortragsabend. So schnell vergeht die Zeit und ich hoffe, wir werden auch diesen Abend noch gut miteinander zu Ende bringen. Heute geht es um ein Thema, das eigentlich für mich auch sehr faszinierend ist. Denn über dieses Thema, über die Vorgänge im Gehirn, findet man relativ wenig. Ich habe bisher kaum Vorträge da mitbekommen, die dieses Thema behandeln. Und als ich das zum ersten Mal vor einigen Jahren ausgearbeitet habe, war es auch sehr schwierig, Informationen zu bekommen. Aber inzwischen, der Vortrag ist ja nun nicht das erste Mal gehalten, sind so viele Informationen zusammengekommen, dass wir heute Abend uns ein wenig sputen. Ich werde einige Dinge nur anschneiden. Aber wenn es Dinge gibt, die Sie interessieren, können Sie anschließend bei den Fragen noch einmal darauf eingehen. Herzliches Willkommen also wieder heute Abend. Thema Ernährung und Psyche. Unser Lebensstil bestimmt unsere Persönlichkeit. Und was den Lebensstil anbetrifft, das ist ja nicht nur Ernährung. Sie sehen an diesem Untertitel, heute geht es auch ein bisschen in die Randgebiete, was noch dazu gehört. Natürlich ist Ernährung unser Schwerpunkt, aber es gibt einige Dinge, da denke ich, die sind auch wichtig zu erwähnen, wenn es um unsere Persönlichkeit, um unsere Psyche, letztendlich um unser Gehirn geht. Ich habe heute keinen Rückblick gemacht. Ich denke, das, was Sie letztes Mal ausgehändigt bekommen haben, dieses Faltblatt, hat eigentlich im Wesentlichen das zusammengefasst. Deswegen erspare ich mir das heute und wir steigen gleich in das Thema ein. Es war Anfang letzten Jahres, als ein Kommilitone mir dieses Buch als Dankeschön für einen kleinen Dienst zusandte. Und bei mir gibt es immer zwei Möglichkeiten. Die Bücher landen gleich im Regal oder ich lese sie in eins von vorne bis hin. Das habe ich bei diesem Buch getan. Und es gibt in diesem Buch packende Dinge. Die Zusammenfassung sagt hier, es ist eine packende Zeitanalyse. Es fordert die Rückkehr zu stabilen Werten, zur Erneuerung unserer labilen Gesellschaft. Ohne Erinnerung an unsere Herkunft gibt es keine Zukunft. So sagt es hier Peter Hane. Er ist Ihnen sicherlich bekannt als Fernsehmoderator, als Autor. Und ich habe in diesem Buch mir einige Passagen herausgenommen, die ich heute mitverwende, um in unser Thema einzustimmen. Peter Hane als Christ, als praktizierender Christ, bringt natürlich in seinem Buch Gott des Öfteren ins Gespräch. Und so heißt es also auch hier, wenn er dieses Zitat von Martin Heidegger anführt, wenn Gott als der übersinnliche Grund und das Ziel alles wirklichen Tod ist, dann bleibt nichts mehr, woran der Mensch sich halten und wonach er sich richten kann. Der Nihilismus, der unheimlichste aller Gäste, steht vor der Tür. Und das, was für mich jetzt wichtig ist, gerade bei diesem Thema Ernährung und Psyche, ist die Familie, ist die Erziehung der Kinder. Einige haben das schon hinter sich, einige haben es von ihnen noch vor sich. Die Familie ist der erste und wichtigste Ort, heißt es hier, zur Vermittlung von Werten. Hier werden die Fundamente gelegt, auf die der Mensch sein ganzes Leben aufbauen kann oder eben nicht. Und wir werden heute einige teilweise schockierende Fakten erfahren, wie das heute in unserer Gesellschaft mit den Kindern und der Kindererziehung aussieht. Von der Ernährungssicht hatten wir ja schon das Thema mit der Fast-Food-Generation gehabt. Heute geht es ein bisschen mehr noch um andere Dinge. Und so schreibt er hier, dass heute kein multireligiöser Eintopf gefragt ist, sondern christliche Eindeutigkeit. Nicht religiöse Leckerbissen, sondern biblisches Lebensbrot. Unsere Kirchen brauchen eine Konzentration auf ihr Kerngeschäft, einen echten Produktstolz, um auf dem diffusen Markt der Sinnangebote konkurrenzlos wichtig zu bleiben. Wir sollten nicht wesentlich mehr, dafür jedoch mehr Wesentliches tun. Und diese Aussage hier mit dem Produktstolz, ich denke, die Kirche, die Kirchen, das Christentum hat heute auch noch einiges zu bieten. Produktstolz heißt für mich auch Identität mit dem, was hier in dieser Kirche auch praktiziert wird. Und es gibt zwei Bücher, Band 1 und 2, die eigentlich dieses Thema, was wir heute haben, die Charakterbildung, die Persönlichkeit ansprechen. Und immer wenn Sie oben rechts in meinen Folien so ein kleines Buch sehen, dann ist das ein Zitat aus diesen Büchern. Wenn Sie ein Zitat von Peter Hane sehen, dann ist sein Buch abgebildet. Und wenn nichts ist, sind es irgendwelche anderen wissenschaftlichen Aussagen. Intellekt, Charakter, Persönlichkeit, diese zwei Bücher, vor über 100 Jahren geschrieben, geben uns viele Informationen, die heute aktueller sind denn je.
Da heißt es in diesem Buch, Wissenschaft und Forschung müssen unter dem Einfluss des Geistes Gottes geschehen, damit ihr wahres Ziel erreicht werden kann. Eigentlich kann nur ein Christ Wissen richtig nutzen. Wenn wissenschaftliche Arbeit voll verstanden werden soll, ist das nur von einem christlichen Standpunkt aus möglich. Wissen ist nur dann eine Macht zum Guten, wenn es verbunden ist mit ernsthafter Gläubigkeit. Und Sie erinnern sich an unseren ersten Vortrag, wo wir diese konträren Gesichtspunkte hatten, die Evolution, die Kreation. Und für mich persönlich ist es ganz wichtig, dass ich hier eine Basis habe, an der ich auch die Wissenschaft messen kann. Sie haben das ja in den bisherigen Vorträgen teilweise gehört, dass ich doch das ein oder andere Mal immer wieder auch diesen Gesichtspunkt hier mit erwähnt habe. Peter Hane schreibt hier über Kindererziehung, dass sie wichtig ist für die Zukunft. Das haben 150 Experten bei einer wissenschaftlichen Tagung der Stiftung Ravensburger Verlag festgestellt. Kindergläubige Eltern sind in ihrem späteren Leben gut vor Orientierungslosigkeit geschützt und können Krisen besser meistern, heißt es. Rituale wie das Abendgebet vor dem Einschlafen stabilisieren die Kinder emotional. Also man merkt es auch gerade heute in unserer Gesellschaft, wie wichtig eine gewisse religiöse Grundlage, christliche Erziehung für die Kinder ist, wenn sie später im Leben bessere Erfolge haben wollen. Diese Karikatur von Uli Stein zeigt so ein bisschen unsere Situation. Sie soll uns überleiten auf ein Problem, was ja nun die letzten Jahre nicht nur einmal durch die Medien ging, nämlich PISA. Die PISA-Forscher haben kein Abfragewissen geprüft. Gefragt war vielmehr die Fähigkeit der Schüler, Probleme zu lösen, also aus ihrem Wissen Schlüsse zu ziehen und es im Alltag anzuwenden. Dieser im Gehirn ablaufende Vorgang wird als Denken bezeichnet. Denken heißt also, ich mache aus den Einflüssen, die von außen kommen, irgendetwas. Ich treffe eine Entscheidung, die dann mein weiteres Handeln bestimmt. Und das ist heute ein wenig das Problem. Das sollte eigentlich die Aufgabe aller Pädagogen sein, Denken zu fördern und nicht nur Wissen einzutrichtern. Denken fördern, also die Menschen, die jungen Menschen bereit zu machen, für ihr späteres Leben richtige Entscheidungen zu treffen. Wenn ein Schüler die Fähigkeit, selbstständig zu denken, verliert, wird er unfähig, zwischen Wahrheit und Irrtum zu unterscheiden und damit eine leichte Beute für die Versuchung. Man kann ihn leicht dazu führen, dem zu folgen, was allgemein üblich oder Tradition ist. Ich habe Ihnen in den vergangenen Abenden auch versucht, den Verstand anzusprechen, sie zum Denken, Nachdenken über gewisse Dinge zu bringen, um eben nicht in dieses allgemein Übliche zu verfallen oder einfach nur der Tradition zu folgen. Tradition ist an sich nicht schlecht, aber sie muss hinterfragt werden, wenn sie nicht mehr für meinen Verstand nachvollziehbar ist. Um Denken zu lernen, müssen wir erstmal das Lernen erlernen. Und es gibt hier verschiedene Dinge, die unser optimales Lernen behindern können. Das können zum Beispiel die Störungen unserer Sinnesorgane sein. In zu lauter Umgebung, bei unangenehmen Gerüchen oder bei geringem Licht, da wird der Schlafhormon vermehrt ausgeschüttet und dann wird die Müdigkeit schneller eintreten. Da ist ein Lernen schon mal gar nicht so einfach möglich. Ein voller Bauch oder ein leerer Bauch hat auch Schwierigkeiten, optimal zu lernen. Und wenn wir unsere Tagesration morgens, das Frühstück, nicht in einer vernünftigen Zusammensetzung zu uns nehmen oder vielleicht sogar ganz aufs Frühstück verzichten, bekommen wir auch Probleme. Sie hören dann nachher noch eine interessante Studie zu. Dann ist natürlich klar, dass Drogen in irgendeiner Form zu sich genommen, Haschisch oder was auch immer, das Lernen behindern. Harte Drogen natürlich umso mehr. Wie sieht es mit Alkohol, mit zu viel Kaffee, zu viel Nikotin aus? Darauf wollen wir heute auch ein wenig eingehen. Und dann können es auch manche Medikamente sein, wie das Cortison. Manchmal braucht man es, aber dann, wie es ja auch hier heißt, auf das absolut notwendige Maß begrenzen. Ein enger Gürtel zum Beispiel kann das Lernen behindern, weil es die Bauchatmung behindert, den Bauch einschnürt. Und wenn da weniger Sauerstoff kommt durch eine behinderte Atmung, ist unser Hirn nicht mehr so leistungsfähig. Ein ganz logisch nachvollziehbarer Zusammenhang. Und auch zu langes Sitzen ist nicht gut. Wir hatten das letztes Mal schon, es ist wichtig, dass wir auch zwischen unseren geistigen Sitzungen ab und zu mal körperliche Bewegung haben, um den Kreislauf wieder in Schwung zu bringen, das Gehirn wieder besser zu durchbluten. Jetzt gehen wir ein wenig mal auf diese Aspekte ein, was Kindererziehung anbetrifft.
Die Arbeit der Eltern mit dem Kind sollte im frühen Kindesalter beginnen, damit sein Charakter bereits geprägt ist, bevor ihm die Welt ihr Siegel auf Herz und Verstand drückt. Das ist ja heute ein Problem. Man will ja immer mehr Ganztagesschulen, die Kinder schon so früh wie möglich in den Kindergarten. Wer erzieht dann mein Kind? Es ist nicht mehr die Familie, es sind irgendwelche Personen aus der Gesellschaft, die das vielleicht mehr oder weniger gut machen. Manchmal mag es gut sein, wenn ein Kind keine Eltern verspürt, weil sie den ganzen Tag beschäftigt sind. Mag natürlich ein früher Kindergartenbesuch für das Kind das Bessere sein. Aber letztendlich ist es am besten, wenn Kinder von den Eltern, und das ist primär die Mutter, erzogen wird. So auch das zweite Zitat: Mütter, achtet darauf, dass ihr eure Kinder in den ersten 3 Lebensjahren recht erzieht. In diesen Jahren wird die Grundlage gelegt. Ein Zitat von vor über 100 Jahren, die wissenschaftliche Begründung dazu werden wir nachher noch bekommen. Noch 2 weitere kurze Zitate. Die Prägungen der frühen Kindheit zeigen sich in späteren Jahren. Sie mögen vergraben sein, aber sie werden selten ausgelöscht. In den ersten 6 oder 7 Lebensjahren eines Kindes sollte insbesondere auf seine körperliche, aber auch auf seine intellektuelle Entwicklung geachtet werden. Und hier eine von den vielen wissenschaftlichen Aussagen zu diesem Thema. Die zentrale Variable in der Genese von hyperkinetischen Störungen des Sozialverhaltens ist das Erziehungsverhalten der Eltern im Säuglings-, Kleinkind- und Vorschulalter. Frühe Manifestationen hyperkinetischer Verhaltensstörungen zeigen eine bedeutende Stabilität. Das hat die Wissenschaft inzwischen auch erkannt, dass die frühe Kindheit ab dem Säugling, eigentlich schon im Mutterleib beginnend, wichtig ist für das, was aus einem Kind später wird. Die Geschichte ist in allem bekannt. Zappel-Philipp oder, wie man es auch nennt, das hyperkinetische Syndrom oder ADHS. Die Symptome: Bewegungsunruhe, auffälliges Sozialverhalten, Konzentrationsstörungen, 3-4% in den westlichen Industrieländern vertreten. Ursachen sind, um beim Thema Ernährung zu bleiben, häufig Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Süßigkeiten, Milchprodukte können es fördern. Ich habe heute eine aktuelle Arbeit dazu gelesen, die alle Argumente, die zu dieser Krankheit führen, mal gewichtet haben. Und man hat in der Zusammenfassung dann gesagt, es sind allein 50 genetische Faktoren, die diese Krankheit mitbestimmen. Aber es sind von diesen anderen Dingen, die erzählt werden. Manche sagen, jedes Kind ist hyperaktiv. Andere sagen, das gibt's überhaupt nicht. Zwischen diesen Extremen liegen viele, viele Dinge, die zum Teil wahr sind, aber nicht immer allein für sich genommen. Es ist wirklich ein sogenanntes multifaktorielles Geschehen, wenn man diese Krankheit bekommt. Und es ist schon viele Jahre her, das ist jetzt über 10 Jahre her, da wurde die sogenannte Kurpfalz-Erhebung veröffentlicht. Ich möchte sie Ihnen nur ganz kurz schildern. Man hat also hier über einen Zeitraum von vielen Jahren Kinder beobachtet, von der Kindheit bis ins junge Erwachsenenalter, und hat dann rückwirkend betrachtet, wenn ein Kind später drogenabhängig wurde, was war mit diesem Kind in der Kindheit. Und da hat man festgestellt, dass genau diese Störung, zum Beispiel diese Hyperaktivität im Jugendalter, im Kindesalter, später deutlich mehr Drogenabhängige gemacht hat, als wenn das Kind im Kindesalter ganz normal war. Hier sind einfach Zusammenhänge, und das Ganze ist unabhängig von dem Elternhaus und so. Das sind einfach nur Faktoren, zum Beispiel die Ernährung, die eine Rolle spielt, oder andere Dinge. Ein Kind wird dann abhängig, wenn es eine schlechte Kindheit hatte. Schlecht im Sinne jetzt, dass es eben falsch ernährt wurde oder Probleme im Elternhaus auch hatte. Hauptverantwortlich für die fundamentale Sinnkrise, für den verheerenden Seelenzustand der jungen Generation sind nicht die Schulen und die Medien, das ist und bleibt die Familie. Und daran müssen wir uns auch gewöhnen. Es ist aus meiner Sicht nicht eben sinnvoll, dass Kinder so früh schon aus dem Hause kommen. Die Eltern sollten das, was sie wichtig erachten für die Kinder, den Kindern auch mit auf den Weg geben und nicht letztendlich der staatlichen Stellen überlassen. Es war im letzten Jahr, da war Professor Christian Pfeiffer hier in Ludwigsburg. Er hatte eine Einladung von der Jugendmusikschule bekommen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen zufällig dabei war. Es war eine Veranstaltung im Forum. Professor Pfeiffer ist zuständig im Niedersächsischen Forschungsinstitut für Jugendkriminologie. Und ich habe mal aus seinen Aussagen mir die Zahlen mitgeschrieben und Ihnen das hier mal grafisch dargestellt, um Ihnen mal zu zeigen, wie auch diese Dinge Medien auf die Entwicklung der Kinder einwirken. Und wenn Sie diese Zahlen hier sehen, wie viele
Kinder, das sind Prozentangaben jeweils, also dass über 40% der Kinder in der 7. bis 10. Klasse täglich Actionfilme sehen. Dass sogar bei den Jungen fast 20% in diesem Alter sich Sex- oder Pornofilme anschauen. Bei den Mädchen sind die Zahlen deutlich geringer. Aber er hat dann weiter daraus Schlussfolgerungen gezogen. Er hat noch weitere Untersuchungen gemacht. Er hat dann geschaut, wie viele Stunden am Tag sitzen die Kinder hinterm Computer oder hinterm Fernsehen. Hat das auch nach Jungen und Mädchen differenziert. Und wenn man das hier mal genau anschaut, dann sitzen die Jungen im Alter von 12 bis 15 Jahren durchschnittlich mehr als 5 Stunden am Tag hinter einem dieser Geräte. 5 Stunden werden die Kinder also geprägt von den Medien oder von irgendwelchen Computerspielen. Also es geht hier nicht jetzt um sinnvolle Beschäftigung am Computer. Der Computer als solches ist ja nicht zu verdammen, sondern das, was ich damit mache. Und diese Zeit, diese Zahl ist doch erschreckend und zeigt eigentlich, und jetzt ist auch hier interessant, dann auch die Abgrenzung zwischen Jungen und Mädchen. Es war früher so in Deutschland, dass die Jungen die Mehrzahl an den höheren Schulen ausmachten. Das hat sich gewandelt, weil die Jungen immer mehr sich mit anderen Dingen beschäftigen und den Leistungsstandard an den höheren Schulen nicht mehr so erreichen, eben genau durch diese Dinge. Es gibt zunehmend mehr Mädchen an den höheren Schulen und dadurch auch an den Universitäten. Studien bestätigen, Fernsehen macht Kinder dumm, so hat es hier im letzten Jahr im Juli eine Zeitschrift getitelt. Je früher die Kinder vor dem Fernsehgerät hocken, desto schwächer sind ihre späteren Lernerfolge. Viel TV, oft kein Schulabschluss, wenig TV, häufig Universität. Das sind jetzt Studien, die nicht in Deutschland gemacht wurden. Professor Pfeiffer hat sich auf die deutschen Kinder, Jugendlichen hier konzentriert. Das sind Studien aus anderen Ländern, aus dem angelsächsischen Raum. Wie sieht das nun aus? Hier wieder die Aussagen von den Studien von Professor Pfeiffer. Zu viel Fernsehen macht dick, dumm und traurig und in der Bundesrepublik ist das stärker ausgeprägt als woanders. Wenig Sport, Essen beim Fernsehen. Fernsehen und Esssucht oder Fettsucht, habe ich hier ein Zitat auf diesem von mir schon oft zitierten amerikanischen Ernährungsjournal. Ein bedeutender Anteil der täglichen Energiezufuhr von Kindern wird während des Fernsehens aufgenommen. Der Verzehr stark fetthaltiger Nahrungsmittel während des Fernsehens an Werktagen steht mit dem BMI, also diesem Body Mass Index, das kennen Sie ja inzwischen, in Verbindung. Diese Ergebnisse stützen die Annahme, dass Essen während des Fernsehens wesentlich dazu beiträgt, dass Fernsehkonsum zur Fettsucht führt. Und ein weiteres Zitat, auch die Reizüberflutung macht die Kinder genauso dick wie der Big Mac, ist es hier getitelt. Der Lebensstil müsse sich ändern. Fernsehen, Computerspiele, SMS, die Flut medialer Reize mache auf ihre Weise Kinder genauso dick wie Milchschnitt und McDonald's. Der eigentliche Grund für Übergewicht ist nicht nur in einer übermäßigen Zufuhr von Energie, sondern in einem Defizit von Anforderungen, Entwicklungsimpulsen und Erfolgserlebnissen zu suchen. Was mache ich denn, wenn ich vorm Fernsehen sitze, körperlich gar nichts? Ja? Das, was die Kinder draußen früher verbracht haben, die Zeit, wo sie sich dann körperlich betätigt haben, das wird jetzt einfach nicht mehr durchgeführt. Es gibt mehr Nahrungsaufnahme, mehr Energie, weniger Abbau der Nahrung, also durch diesen wenigen Sport. Und was dann noch dazu kommt, kaum Zeit für Hausaufgaben oder Lesen. Und wenn man die Kinder fragt, ob sie sich eher fröhlich oder traurig fühlen, dann sagen 55%, die viel Fernsehen schauen, dass sie eher traurig sich fühlen. Nur ein Drittel stimmt dafür, dass sie trotz allem fröhlich sind. Und Pfeiffer hat hier den Begriff der Medienverwahrlosung eingeführt, dass die Medien wirklich die Kinder hier in einen Zustand bringen, der absolut nicht mehr für unsere Gesellschaft auch zu akzeptieren ist. Wieder zurück zu dem Zitat, 120 Jahre her. Was das Kind sieht und hört, prägt sich tief in den jungen Verstand ein und kein Ereignis im späteren Leben vermag diese Eindrücke vollständig auszulöschen. Aus wiederholten Handlungen werden Gewohnheiten. Sie können im weiteren Leben durch intensives Training zwar abgeschwächt, aber nur selten verändert werden. Der Einfluss der Eltern ist ein ganz wesentlicher Faktor auf das, was aus einem Kind einmal wird. Und Pfeiffer hat hier auch eine Studie veröffentlicht, die zeigt, wie Kinder selbst straffällig werden in Abhängigkeit vom Elternhaus. Wenn ein Kind also Eltern hatte und in den Jugendjahren und Kinderjahren keinerlei Straftätigkeit in der Familie war, entwickelte es selber auch relativ geringe
Neigung zur Straffälligkeit. Wenn es nur in der Kindheit oder nur in der Jugend Probleme mit straffälligen Eltern hatte, geht es auch noch. Aber wenn Kindheit und Jugend geprägt sind von Eltern, die hier Probleme haben, ist auch eine über 14-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind auch im späteren Leben straffällig wird. In diesem Fall eben die schwere elterliche Gewalt, wenn Kinder entsprechend von den Eltern, ich sag's mal so, verprügelt werden oder entsprechend gehalten, erzogen werden. Hier sind einfach die Einflüsse eindeutig auch nachzuweisen. Und diese Betrachtungen über PISA und Ähnliches möchte ich mit dieser kleinen Karikatur hier abschließen. Ich hoffe ja für alle, dass es besser wird, sehe aber im Moment kaum Ansätze in der Richtung. Man bemüht sich zwar in den Schulen, aber man kann diesen Missstand jetzt auch nicht in einigen wenigen Jahren abstellen. Jetzt entführe ich Sie wieder ein bisschen in die Hintergründe der Anatomie und Physiologie des Körpers. Jetzt wollen wir uns ein wenig Gedanken machen, wie das mit unserem Nervensystem aussieht. Hier ist mal eine elektronenmikroskopisch und dann farblich aufbereitete Aufnahme einer Nervenzelle. Sie sehen also hier die Zelle selber und dann diese Verzweigung. Wir werden da gleich noch näher drauf eingehen. Erstmal ein paar Dinge. Es ist auch aus diesem Buch hier entnommen, der gleichen Autorin. Unser Gehirn steuert über die Nervenbahnen alle körperlichen, seelischen und geistigen Prozesse. Über genau diesen Weg nimmt auch Gott Einfluss auf unser Denken, Fühlen und Wollen. Alles, was die elektrochemischen Vorgänge im Nervensystem stört oder blockiert, verringert die geistige Aufnahmefähigkeit und schwächt zugleich das moralische Empfinden. Es war damals eine sehr gewagte Aussage, da hatte man nämlich die Erkenntnisse der modernen Medizin noch nicht. Elektrochemische Vorgänge werden hier genannt und das ist es auch, wenn wir uns die Nervenzelle näher anschauen, haben wir also hier links den eigentlichen Zellkörper mit dem Zellkern und hier diese Dendriten, das sind so kleine Verästelungen, die von außen Impulse aufnehmen, welcher Art auch immer. Dann gibt es hier das Axon, das ist so eine Art Schnur und dieses Axon endet dann hier in sogenannten Axon-Endknöpfchen. Hier wird der Impuls eingegeben, der Nervenreiz kommt und wandert dann als Nervenimpuls, als elektrischer Impuls durch die Zelle und am Ende der Zelle ist dann eine chemische Übertragung. Und das ist das, was wir hier als elektrochemischen Vorgang haben. Wir haben einmal die Möglichkeit, dass zwei Zellen miteinander verbunden sind und auf elektrischem Wege hier, das Elektrische ist ja ein Austausch von Ionen oder Molekülen agieren. Oder aber wir haben die Möglichkeit der chemischen Übertragung. Das heißt, die Zelle A hier, die oben, sendet sogenannte Neurotransmitter, Botenstoffe aus, die dann von der Zielzelle hier unten mit Rezeptoren aufgenommen werden. Und je nachdem, welche Botenstoffe, in welcher Menge, in welcher Zeit, gibt es aus dieser Aktion hier in der Zielzelle eine Reaktion. Also beide Dinge kommen im Gehirn vor allem und in allen Nervenzellen auch sonst parallel vor, sowohl elektrisch wie auch chemisch. Und wenn wir unser Gehirn einmal näher betrachten, es macht nur 2% unseres Körpergewichts aus, aber es braucht 15% der Gesamtenergie unseres Stoffwechsels. Es ist also ein Organ, was unheimlich hochkomplex aufgebaut ist. Es enthält, und da sind die Angaben unterschiedlich, einige sagen 28 Milliarden, andere sagen 100 Milliarden Nervenzellen oder sogenannte Neurone. Es hat tausende verschiedener Neuronen. Im Gehirn gibt es eine sehr große Vielfalt, während in anderen Organen, zum Beispiel Muskelzellen oder so, nur 10 verschiedene Neuronentypen auftreten. Und ein Neuron kann mit 200.000 anderen Neuronen in Verbindung treten. Das Nervengeflecht, also diese Verbindung, sage ich mal, diese Kabel zwischen den einzelnen Zellen, hat eine Länge von 150.000 Kilometer. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass in diesem Bissel da oben drinne so viel passieren soll. 30 Milliarden Bit pro Minute werden verarbeitet und die Informationen können von einer Nervenzelle in weniger als 20 Millisekunden zu über 700.000 anderen Nervenzellen wandern. Gut, wenn wir komplexe Denkvorgänge haben, müssen wir ja auch hier relativ rasch reagieren. Und das ist eben im menschlichen Gehirn ohne Probleme möglich, aufgrund dieser Komplexität der dort vorhandenen Zellen und Verbindungen. Nehmen die intellektuellen Fähigkeiten in dem Maße zu, in dem die geistlichen Fähigkeiten wachsen,
wird hier gesagt, dann man soll seinen Geist trainieren und beherrschen, indem man lernt, beobachtet und überlegt. Die geistigen Fähigkeiten werden sich weiterentwickeln. Nichts erweitert und stärkt Denken und Verstand so sehr wie das Bibelstudium. Das waren so die Grundsätze, die unsere Kirche schon damals weitergegeben hat, dass man eben, wenn man sein Gehirn benutzt, auch hier Vorteile hat, sich weiterentwickelt. Und das möchte ich Ihnen hier an einem kleinen Beispiel zeigen. Das ist ein Versuch mit Ratten. Wir haben hier einmal eine Ratte, die hat nichts weiter in ihrem Käfig als ein Fressnapf und ein Trinkgefäß. Und diese Ratte tut also den ganzen Tag nichts weiter, als zwischen diesen beiden Dingen hin und her zu laufen, beziehungsweise sich zwischendrin auszuruhen. Wenn man die Nervenzellen dieser Ratten mal analysiert, dann stellt man fest, hier ist der Zellkern und es sind nur so ein ganz paar Verbindungen. Jetzt hat diese Marion Diamond, die dieses Experiment vor 7-8 Jahren gemacht hat oder veröffentlicht hat, in diesen Käfig weitere Dinge reingetan. Sie hat diese Ratte beschäftigt. Sie hat also da so Spielzeug reingetan, Klettermöglichkeiten. Und dann hat man nach einigen Tagen die Gehirne dieser Ratten auch untersucht und hat dann also festgestellt, dass diese Nervenzellen deutlich mehr Verzweigungen aufwiesen. Das heißt, durch diese Betätigung war in der Ratte das Gehirn gewachsen. Es war nicht die Zahl der Zellen unbedingt gewachsen, aber die Zahl der Verbindungen innerhalb der Zellen. Das heißt, Betätigung geistiger Art führt zu Wachstum des Gehirns. Und das, was da als Ergebnis rauskam, habe ich hier kurz zusammengefasst. Es wurden nämlich 3 alte Aussagen über das normale Altern des Gehirns widerlegt. Erstmal, man hatte bis dahin gesagt, ab 30 geht es mit dem Gehirn abwärts. Man kann also dann dem höheren Alter nichts mehr zulernen. Höheres Alter jetzt in Anführungsstrichen. Das zweite war, dass das Gehirn jeden Tag 100.000 Nervenzellen verliert. Und das dritte war, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Also es trifft nicht zu, dass man im zunehmenden Alter nichts mehr lernen kann. Man kann auch mit 80 noch dazu lernen, man kann auch mit 80 noch sein Gehirn wachsen lassen. Das ist nur eine Frage der Beschäftigung dessen, was ich tue, mit was und wie oft und wie häufig ich mich beschäftige. Und bei dem Wachstum des Gehirns, wenn man das von den Säuglingen an betrachtet, es sind also hier, wie Sie sehen, eine zunehmende Anzahl von Verbindungen, die sich bilden. Und das hört eben da nicht auf. Es geht noch weiter. Und hier war interessant diese Veröffentlichung, warum Teenager oft so launig und schwierig sind. Wenn sie in das Alter kommen, ja, wo diese Probleme auftreten und die Eltern manchmal vor große Herausforderungen stellen, findet in den Gehirnen der Teenager eine Neustrukturierung statt, und zwar im sogenannten Stirnhirn. Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Also dieser Wachstumsprozess wird täglich weiter fortschreiten, und wenn ich nichts tue, wird er eben ablassen. Wichtig ist für unsere Gehirnfunktion, dass jedes Ereignis, ob wir es bewusst oder unbewusst erleben, die Strukturen im Gehirn verändert. Abspeichern heißt, es wird was Neues gebildet. Ja? Und je öfter ich einen Einfluss habe gleicher Art, desto fester wird diese Verbindung im Gehirn aufgebaut. Neue Neuronen und Verbindungen werden auch noch beim Erwachsenen gebildet. Alte Verbindungen können gelöscht werden, das heißt, Neuronen werden abgebaut. Nur es ist sehr viel schwieriger, was Altes zu vergessen, als was Neues aufzubauen. Der Abbauprozess ist nicht so einfach. Erlebt man täglich im Leben, nicht? Was man so mit seinen lieben Freunden und Bekannten erlebt. Manche wissen doch 30 Jahre später, was alles genau war. Ernährung, Lebensstil und die zahlreichen täglichen Entscheidungen üben einen tiefgreifenden Effekt auf unsere Gehirnfunktion und unser Verhalten aus. Jetzt ein paar kurze Darstellungen zur Funktion des Gedächtnisses. Wie kommt etwas in mich hinein? Wie kann ich eine Information, einen Reiz von außen, sei es etwas, was ich sehe, höre, empfinde, fühle, wie kann ich das abspeichern? Wir haben einmal das sogenannte Kurzzeitgedächtnis, und bei diesem Kurzzeitgedächtnis wären diese Nervenzellen im Gehirn einfach nur aktiviert. Sie bekommen einen Reiz und sie fangen an, eben diese elektrochemischen Vorgänge in Gang zu setzen. Dann haben wir noch das Langzeitgedächtnis, und beim Langzeitgedächtnis ist das nicht nur ein dynamischer Prozess, sondern beim Langzeitgedächtnis werden diese Verbindungen aufgebaut. Wenn ich also etwas nur lange genug aufs Gehirn einwirken lasse, wird die Hirnsubstanz verändert. Es bauen sich neue Verbindungen und sogar auch neue Nervenzellen auf. Das heißt,
Kurzzeitgedächtnis ist was Kurzes, ist dann verschwunden. Langzeitgedächtnis kann ich mein Leben lang im Gedächtnis behalten. Und es ist wichtig, wie kommt es jetzt vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis? Dieser Prozess braucht ungefähr 12 bis 16 Stunden. Also, wenn ich etwas jetzt als Reiz aufnehme, wenn ich Sie jetzt hier betrachte, bis das in meinem Langzeitgedächtnis fest ist, dass ich es morgen noch weiß, muss ich die ganze Nacht über abwarten. Und was ganz wichtig ist, dieser Prozess des Abspeicherns ist abhängig von meinen Emotionen. Und das ist etwas, was relativ neu und sehr interessant ist, auch für die Lernvorgänge. Um Informationen aus dem Kurzzeitgedächtnis in das Langzeitgedächtnis zu übertragen, ist Tiefschlaf erforderlich. Also das heißt, heute lernen Sie, aber Sie haben es, wenn Sie den Schlaf nicht haben, morgen wieder vergessen. Nach dem Lernen, und das gilt jetzt für Kinder, wenn die nachmittags ihre Schulaufgaben machen und dann abends noch einen aufregenden Film zum Beispiel anschauen, dann wird das Kurzzeitgedächtnis überschrieben von dem Film. Alles, was sie nachmittags gelernt haben, ist verloren. Sie können das nachts nicht abspeichern, weil der größere Reiz, der danach kam, den vorherigen Reiz hier überschrieben hat. Aufregung gefährdet auch das Kurzzeitgedächtnis. Das heißt, in diesen Fällen werden die Informationen im Kurzzeitgedächtnis überschrieben oder gehen verloren. Und das ist auch das Fatale, und da komme ich jetzt wieder auf PISA zurück, die praktischen Auswirkungen. Wenn die Kinder morgens zur Schule gehen, nachmittags Schularbeiten machen und den ganzen Abend vorm Fernseher hocken oder sonst was machen, ist alles vor die Katz gewesen. Es bleibt davon nicht viel hängen, weil unser Gedächtnis das dann nicht übertragen kann in das Langzeitgedächtnis. Deswegen ist es hier ganz wichtig, dass man da entsprechende Schritte und auch Informationen weitergibt. Ich habe das hier nochmal so kurz von einer englischen Folie nur übernommen. Unser Ultrakurzzeitgedächtnis geht ins Kurzzeitgedächtnis und dann ins Langzeitgedächtnis. Das ist also ein gewisser Vorgang. Das wirkt hier alles zusammen. Und um das Ganze zu steuern, brauchen wir optimale Verhalten im Gehirn. Und da werden wir jetzt uns noch ein bisschen mit beschäftigen. Diese in Form elektrischer Impulse, also an die zuständigen primären Verarbeitungszentren in den vier Lappen weitergeleiteten sensorischen Reiz, also das, was wir als Eindrücke aufnehmen, sehen, hören, fühlen, wird für kurze Zeit in gewissen Neuronen gespeichert, also die werden aktiviert. Das entsteht ein sogenanntes Aktivierungsmuster und das bildet den Inhalt dieses sensorischen Ultrakurzzeitgedächtnisses. Und die Spuren der so aktivierten Zellgruppen zerfallen oder verblassen, wenn sie nicht wieder aufgefrischt werden. Das heißt, wenn ich einen kurzen Reiz aufnehme, kann sein, der ist nachher schon wieder weg. Aber wenn ich das längere Zeit betrachte, dann geht es vom Ultrakurzzeitgedächtnis in Kurzzeitgedächtnis und über Nacht, wie gesagt, kann es dann abgespeichert werden. Ich werde mich da viele, viele Jahre oder mein Leben lang dran erinnern. Das also kurz mal so zu der Funktion, wie wir Informationen aufnehmen bzw. abspeichern. Jetzt wollen wir uns ein wenig mit dem Aufbau des Gehirns selber beschäftigen. Das ist jetzt hier mal so eine schematische Übersicht, dass Sie sehen, wo das Gehirn sitzt. Also hier sind die Augen, die Nase, der Mund und alles, was da oben so im Kopf drin ist, sollte Gehirn sein. Wir haben also verschiedene Gehirnregionen und jede Gehirnregion hat ihre eigene Bedeutung. Ich fange mal hinten an, der Hinterhaupt- oder Okzipitallappen, das ist der Bereich im Gehirn, da sehen wir, da ist die Bildverarbeitung und das, was Farbe und Form anbetrifft. Also da hinten drinne wird das, was ich jetzt als Reiz aufnehme und Sie verarbeitet und erstmal soweit aufbereitet. Dann in dem Parietallappen, der liegt da oben drüber und seitlich, da ist die Identifikation von Objekten, da ist unser Tastsinn mit Verarbeitung. Lesen, Schreiben, Rechnen findet dort statt und unser Sprachenverständnis. Dann haben wir noch den Temporallappen, seitlich jeweils gelegen. Da wird unser Gedächtnis abgelegt, Personen, Orte, Gegenstände können wir dort speichern. Gehör- und Klangverständnis sitzen dort. Und auch das, was so die elementaren motorischen Funktionen sind, ich habe es mal in Anführungsstrichen Instinkt genannt, unser Verhalten zum Beispiel, wenn wir irgendetwas sehen, dass wir weglaufen oder so. Also Instinkt jetzt nicht im Sinne wie beim Tier, der Mensch hat da wesentlich mehr Möglichkeiten, aber das, was so wichtig ist, auch zum Beispiel, dass die Atmung nicht plötzlich aufhört, ja, das sind Dinge, die sind dort mit abgespeichert. Und dann haben wir den Frontallappen und der Frontallappen ist der wichtigste Teil unseres Gehirns. Das ist das, was hinter der Stirn sitzt. Er nimmt ein Drittel der Hirnoberfläche ein. Er hat die Möglichkeit, Planungen, Verhalten, Moral zu bestimmen. Also das, was uns ausmacht, unsere Persönlichkeit, das sitzt in diesem
Frontallappen. Unsere Gefühle werden dort gesteuert. Wir werden mit diesem Frontallappen auch eine richtige Einschätzung und Reaktion vollführen. Und auch unser abstraktes Denken liegt in diesem Bereich. Der Frontallappen ist also insofern der wichtigste Bereich in unserem Gehirn, weil er unseren Charakter, unsere Persönlichkeit letztendlich bestimmt. Und man hat ja heute Methoden, durch verschiedene technische Verfahren das darzustellen. Und hier haben Sie mal so ein Beispiel. Ich hatte Ihnen ja gesagt, im Okzipitallappen findet das Sehen statt. Und wenn man das mal darstellt, wenn etwas hier rot gefärbt ist, dann ist dieses Gehirnareal gerade aktiv. Und über diese Möglichkeiten der Darstellung hat man dann auch genau herausgefunden, das Hören sitzt mehr hier. Unser Sprechen sitzt in dem Bereich und wenn wir nachdenken über ein sprachliches Problem zum Beispiel, dann sind mehrere Areale betroffen, dann ist unser Gehirn richtig voll in Funktion. Und so kann man das also relativ gut zuordnen und damit dann auch daraus wieder Schlüsse ziehen. Jetzt haben also diese wissenschaftlichen Studien gezeigt, dass der Frontallappen also der Sitz ist unserer Spiritualität, unserer Moral und unseres Willens. Also genau der Dinge, die ganz wichtig sind, damit wir überhaupt etwas Vernünftiges zustande bringen. Und die Größenverhältnisse des Frontallappens bei verschiedenen Tieren verglichen mit dem Mensch zeigen hier also auch eine klare Aussage. Die Katze, da ist nicht allzu viel, beim Hund sieht es schon gut aus, beim Schimpansen auch, aber der Mensch hat hier doch letztendlich einen deutlichen Vorsprung gegenüber den Tieren. 33% eben des Gehirns sind beim Mensch Frontallappen, während es bei Tieren nur ein Bruchteil ist. Bei den Schimpansen ist zum Beispiel mehr das Zentrum ausgeprägt, was die Motorik steuert, dass die also wirklich von einem auf den anderen Baum, wenn sie hüpfen, auch ankommen. Nicht, das kann man dann auch untersuchen, aber für den Affen ist das nicht so wichtig wie für den Mensch, nämlich diese Spiritualität, Wille, Moral. Was passiert jetzt, wenn dieser Frontallappen geschädigt wird? Das gab vor 150 Jahre oder länger ist es her, mal einen Unfall beim Eisenbahnbau. Da hat ein junger Mann durch ein Versehen seinen Frontallappen verloren und hat das Ganze überlebt. Dieser junge Mann war davor ein frommer Mensch, ein lieber Mensch, kam mit allen Leuten gut aus, war glücklich verheiratet und nachdem dieser Unfall passiert war, wollte der von alledem nichts mehr wissen. Und das hat eben die Wissenschaftler auf die Fährte gebracht, welche Bedeutung dieses Gehirnteil hat. Der Frontallappen hat auch eine negative Geschichte gehabt bei uns im Dritten Reich. Hat man also da viele Experimente auch in dieser Richtung gemacht, die natürlich nicht so glorreich waren. Aber man hat inzwischen doch recht gute Aussagen und diese modernen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, bestätigen eigentlich das, was schon Generationen von Wissenschaftlern vor uns vermutet oder zum Teil auch so anhand von Beispielen beweisen konnten. Was passiert also jetzt, wenn dieser Frontallappen geschädigt wird? Klar, wenn da die Moral sitzt, wird unsere Moralvorstellung beeinträchtigt. Unser Sozialverhalten wird verändert. Die Liebe zu meinem Nächsten, primär zu meiner Familie, geht verloren, weil eben diese Eigenschaften nicht mehr vom Gehirn gesteuert werden. Ein Mangel an Weitblick tritt ein. Das abstrakte Denken geht verloren. Beispiel, wenn ich die Redewendung habe, wenn man in einem Glashaus sitzt, soll man nicht mit Steinen werfen, kann ein Mensch ohne Frontallappen das nicht einordnen. Der denkt nur daran, wenn ich mit dem Stein werfe, geht das Glas kaputt. Er kann aber nicht die Bedeutung dahinter verstehen, hinter dieser Aussage. Das geht nur, wenn der Frontallappen richtig funktioniert. Genauso mit Redewendungen kann ich auch nicht verstehen. Das mathematische Denken ist vermindert. Wir haben vorhin gesehen in der Folie, nicht, dass Sie denken, jetzt widerspricht er sich, aber dass hinten im Gehirn das Rechnen stattfindet. Die einfachen Funktionen sind hinten. Aber das komplexe mathematische Denken, Zusammenhänge zu erfassen, komplexe Aufgaben zu lösen, das findet auch im Frontalhirn statt. Einfühlungsvermögen geht verloren und wir bekommen eine falsche Selbsteinschätzung, prahlerisch, feindselig, aggressiv, alle diese Eigenschaften sind letztendlich auf Schäden des Frontallappens mit zurückzuführen. Weitere Auswirkungen sind, dass das Gedächtnis beeinträchtigt wird, vor allem für zurückliegende Ereignisse. Die Menschen werden ruhelos, haben wirre Gedanken, haben keine Eigeninitiative mehr und werden recht unbekümmert oder gleichgültig. Es interessiert sie nicht mehr, was um sie herum passiert. Und es gibt dann verschiedene Erkrankungen, die Manie zum Beispiel, Zwangsstörungen. Ich habe da gerade in Erinnerung so einen Patienten, der viele Jahre bei mir war, damals noch ein junger Mann,
der sich 20 Mal am Tag geduscht hat, weil er immer das Gefühl hatte, er sei schmutzig. Also das ist so ein Beispiel einer Zwangsstörung. Gibt es noch viele andere Beispiele. Die Appetitzunahme, weil ja die Kontrolle, dass das nicht gut ist, was ich da tue, diese Entscheidung nicht mehr zu treffen ist, dann fange ich eben an zu essen. Aufmerksamkeitsdefizit ist auch eine Erkrankung des Frontallappens. Hyperaktivität, also dieser Komplex, den wir vorhin schon angesprochen haben. Depressionen sind auch mit durch Frontallappenerkrankungen ausgelöst. Bei Depressionen ist eine um 30% verringerte Durchblutung des Frontallappens nachweisbar. Also hier sind auch Zusammenhänge da. Und jetzt kurz eine Übersicht, was alles meinen Frontallappen beeinflussen kann. Das sind zum Beispiel illegale Drogen, gewisse Medikamente oder auch ganz legale Genussmittel, Alkohol, Koffein, Nikotin können meinen Zentrallappen entsprechend beeinflussen und eben dann diese Entscheidungen damit auch. Das ist so eine kleine schematische Übersicht. Wir haben also im Gehirn den sogenannten globalen Arbeitsspeicher. Das ist das, was letztendlich im Frontallappen ist, so das Zentrum, was alles steuert. Und wir haben dann von den anderen Systemen im Gehirn entsprechenden Input, die Bewertungssysteme, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Wahrnehmung. Alles das wird also hier zentral vom Frontallappen aus gesteuert. Und als Reaktion auf alle Reize von außen machen wir dann irgendetwas. Wir gehen, wir legen uns hin, wir reden oder irgendetwas. Es kommt eine motorische Reaktion auf das, was aufgrund der Reize im Gehirn dann verarbeitet wurde. Und das Modell dieses Global Workspace erklärt das Zusammenwirken von Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis. Es ruht auf dem parallelen Aktivieren der über verschiedene Hirnareale verteilt gespeicherten Wissenseinheiten. In dem Kontext hat der präfrontale Lappen die Aufgabe einer zentralen Exekutive. Also alles, was drumherum im Gehirn passiert, wird koordiniert von dem Frontallappen. Er registriert, welche der miteinander um Aufmerksamkeit konkurrierenden Hirnareale besonders aktiv sind und welchen angesichts der aktuellen Situation die besten Handlungsmöglichkeiten anbieten. Diese erhalten dann von der Zentrale den Handlungsbefehl und an den dazu nötigen Entscheidungen sind sowohl kognitive als auch emotionale Faktoren beteiligt. Also diese ganzen Reize in verschiedenen Gehirnarealen verarbeitet, gespeichert, werden vom Frontallappen koordiniert, dass es eine vernünftige Reaktion gibt. Was passiert jetzt, wenn das Gehirn nachlässt in der Leistung? Und jetzt wird es für Sie vielleicht wieder bekannter oder vielleicht auch leichter. Die normale physiologische Funktion des Gehirns verlangt von den Nervenzellen eine hohe oxidative Belastbarkeit. Die erhöhten Transkriptions- und Translationsraten für die spezifischen Anforderungen des zentralen Nervensystems bedingen hohe Stoffwechselraten und damit eine erhöhte ROS-Produktion. So, da höre ich mal auf. Hier sind viele Worte, die Sie eigentlich alle schon mal gehört haben. Transkription und Translation, das ist das, was die Mitochondrien in der Zelle machen. Sie multiplizieren sich, sie vermehren sich, damit wieder neue Energiewerke hier, Kraftwerke, wie ich es mal genannt habe, entstehen. Und bei diesen Arbeiten der Mitochondrien haben wir gelernt, in den letzten Vorträgen werden ROS, reaktive Sauerstoffverbindungen, als Abfallprodukt produziert oder die sogenannten freien Radikale. Im Gehirn sieht das Ganze jetzt viel dramatischer aus, weil das Gehirn erstmal durch die Komplexität viel mehr an Arbeit zu verrichten hat. Hier sind viel mehr Zellen auf engem Raum, die ihre Arbeit wahrnehmen. Und wenn in diesem komplexen Zellverbund irgendetwas schief geht, hat das auch viel mehr Auswirkungen. Also dadurch, dass hier viel mehr Zellen viel mehr Arbeit verrichten, gibt es im Gehirn auch viel mehr reaktive Sauerstoffverbindungen auf die Menge bezogen. Und dieser Anfall von reaktiven Sauerstoffverbindungen in Komplex 1 in der mitochondrialen Atmungskette wird in Verbindung gebracht mit den altersbezogenen zentralen Nervensystemveränderungen, die durch Schäden an der mitochondrialen DNA und Anhäufung von mutierter mitochondrialer DNA entstehen. Für die, die diese Vorträge gehört haben, ich habe hier nochmal zwei der Folien, die wir schon hatten. Dieses Kraftwerk im Mitochondrien besteht also hier aus drei Stufen. Da geht der Sauerstoff rein und hinten kommt die Energie wieder raus und als Nebenprodukt wird hier diese reaktive Sauerstoffverbindung gebildet. Und wenn die Zellen im Gehirn voll in Aktion sind, dann ist in dieser Proteineinheit 1 hier viel los und dann fällt viel reaktiver Sauerstoff an und der muss natürlich dann irgendwo entsorgt werden. Und diese erhöhte Produktion und das längere Einwirken dieser oxidativen DNA
kann aber auch zu Schäden führen, wenn nämlich der Abbau dieser reaktiven Sauerstoffverbindung nicht ordnungsgemäß geschieht, dann gibt es diese Rückkopplung, diese ROS schädigen dann das eigene Gebilde, das Mitochondrien. Es gibt dann diese Veränderung, dass die Erbsubstanz verändert wird und die Mitochondrien bilden weniger leistungsfähige Nachfolger und so, wird dann nach und nach diese sogenannte Apoptose, der programmierte Zelltod, ausgelöst. Und das erklärt auch die altersbedingte Nervendegeneration durch verminderte neuronale Reparaturkapazität. Wir haben das kurz betrachtet, diese kaputten Mitochondrien könnten auch repariert werden, wenn die Bedingungen dazu stimmen. Und das ist relativ neu, diese ganzen Arbeiten auch, wie das andere auch. Letztendlich ist alles im Körper, was bergab geht, bedingt durch diesen Defekt in den Mitochondrien. Auch in den Gehirnzellen findet genau das Gleiche statt wie in meiner Bauchspeicheldrüse, wenn ich Zuckerkrankheit bekomme, oder in meiner Muskelzelle, wenn die Leistung nachlässt. Es sind alles diese mitochondrialen DNA, also Erbsubstanzen, die hier verändert werden. Und dieser Vorgang kann natürlich beeinflusst werden, und es wäre jetzt für Sie schon möglich zu sagen, was alles hier dem Gehirn schaden kann. Nämlich genau das Gleiche, was auch allen anderen Zellen im Körper schadet. Hier haben wir nochmal diese Abbildung, die ich Ihnen schon mal gezeigt habe, dass diese mitochondriale DNA, die Erbsubstanz der Mitochondrien, verändert wird, diese ROS vermehrt gebildet werden, und mit zunehmendem Alter geht der Prozess immer weiter in Richtung mehr Sauerstoffverbindung, weniger Energie, die die Zelle braucht. Und so können wir sagen, einmal, das Gehirn benötigt wegen des hohen Stoffwechselumsatzes auch eine hohe Energiezufuhr. Denken Sie dran, 2% der Gesamtkörpermasse, 15% der Energie. Diese Energie, Sauerstoff, Zucker hauptsächlich, hat natürlich auch zur Folge, dass mehr Abfallprodukte aus dem Stoffwechsel anfallen, die entsorgt werden müssen. Und das Gehirn ist aufgrund der Komplexität wesentlich empfindlicher, wenn die Zufuhr von Sauerstoff und Zucker nicht stimmt. Das wissen Sie alle, wenn Sie jemanden haben, der zum Beispiel einen Herzstillstand hat, der hat vielleicht 10 Minuten Chance, wenn nichts passiert, sonst hat er einen gewissen Hirntod, weil das Gehirn als erstes nicht mehr in der Lage ist, weiterzuarbeiten. Da fehlt der Sauerstoff, während ein Muskel und so, das wäre kein Problem, den kann man auch nach 2 Stunden wieder in Gang kriegen, das Gehirn aber nicht. Also das Gehirn reagiert hier viel empfindlicher aufgrund dieser Komplexität und der hohen Anforderungen an die Energie. Und sonst eben diese Alterungsprozesse sind im Prinzip vergleichbar mit denen auch in anderen Organen, nur dass es im Gehirn schneller und verheerender Auswirkungen hat. Das also soweit mal zu der Funktion, was bei uns im Gehirn vor sich geht. Und mit dieser Folie möchte ich gleich 2 Themen ansprechen. Warum komme ich jetzt plötzlich auf die Omega-3-Fettsäuren? Die Omega-3-Fettsäuren sind ein wesentlicher Nahrungsbestandteil für eine günstige Gehirnfunktion. Diese Fettsäuren werden nämlich nicht nur eingebaut in die Zelle und dienen da als Membran, sondern sie sind auch in dem Stoffwechsel der Hirnzellen wesentlich beteiligt. Und es gibt zunehmend Hinweise und auch inzwischen Medikamente, war erst der Vertreter letzte Woche wieder bei mir und hat mir so eine Dose mit Omega-3-Kapseln gegeben. Für mich stellt sich die Frage, Fischölkapseln oder Fischfilet nicht, ich nehme weder noch. Und warum? Weil Sie nicht Fisch brauchen oder Produkte vom Fisch und Omega-3 zu bekommen. Es gibt genügend Nahrungsmittel, die gesund sind und eben keine Schadstoffe haben wie der Fisch. Und hier steht zum Beispiel an erster Stelle Flachs oder Leinöl. Wenn Sie zum Beispiel jeden Tag einen Esslöffel Leinöl nehmen, und das können Sie ja irgendeiner Speise untermischen, oder wenn Sie ausreichend Nüsse essen, und jetzt denken Sie an unseren ersten Vortrag, das Lebensalter bei mehr als 5-mal pro Woche Nussverzehr, 2,7 Jahre verlängert. Das hängt zum Beispiel auch hiermit zusammen, weil die Zellen dann optimaler arbeiten. Also nicht jetzt irgendwelche künstlichen Dinge, wenn es nicht sein muss. Versuchen Sie durch gesunde Ernährung hier auch dem Gehirn eine optimale Leistung abzuverlangen. Die Folsäure hat eine ähnlich wichtige Bedeutung, und es ist hier das Zitat dazu. Diese Untersuchungen weisen darauf hin, dass ein relativer Folsäuremangel dem Auftreten von Alzheimer'scher Krankheit und vaskulärer Demenz vorangeht. Erhöhte Homozysteinspiegel im Blut können auch ein früher Risikofaktor für kognitiven Leistungsabfall älterer Personen sein, aber seine Rolle in der Demenzentwicklung muss im weiteren breit angelegten Studien geklärt werden. Also man hat hier beim Alzheimer ja sehr, sehr viel Forschung gemacht, aber es gibt
viele Hinweise schon darauf, dass hier eine entsprechend gesunde Ernährung und Voraussetzungen, optimale Energie ans Gehirn zu liefern, die im Auftreten der Krankheit eben doch eine Verzögerung geben können, dass sie nicht so schnell auftritt, wenn man sich besser ernährt und darauf achtet. Und die Folsäure hier auch noch eine. Da müssen Sie von unten nach oben schauen, da sind unten die mit dem höchsten Gehalt. Also die Amerikaner haben da ihre Augenbohnen wohl. Im Prinzip für die Schwaben hier kein Problem, nicht? Essen Sie öfters Linsen, gehört eh zu den Nationalgerichten, da haben Sie genügend Folsäure drin. Jetzt, was gibt es noch für Möglichkeiten, dass unser Gehirn Probleme bekommt? Hier haben wir wieder ein Zitat aus unserer Literatur. Vor allem nehmen die Gemütskrankheiten immer mehr überhand. 9/10 all der Gebrechen, an denen die Menschen leiden, haben in ihnen ihren Grund. Vielleicht nagt irgendein geheimer Familienkummer am Herzen und schwächt die Lebenskräfte. Gewissensbisse über eine Sünde untergraben manchmal die Gesundheit und stören das seelische Gleichgewicht. Auch falsche Glaubenslehren haben bei empfindsamen Gemütern die gleiche Wirkung. Wir kommen jetzt ein bisschen auf das, was Ihnen ja auch bekannt ist, dass Seelenleid oft zu körperlichen Folgen führt. Also 95% war hier gesagt, und wenn wir gleich mal die Statistiken sehen, was die Krankenkassen so anhand der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen sehen, es ist ein großer Anteil tatsächlich psychischer Erkrankungen, die irgendwann sich eigentlich erstmal als organische Krankheit äußern, aber letztendlich doch die Ursache sind. Und hier dieser Artikel, noch gar nicht so alt, spricht sogar davon, dass das Seelenleid Ursache aller Krankheit ist. Gut, das ist vielleicht schon ein bisschen übertrieben, aber das kommt diesen 95% doch schon sehr nahe. Bei den 25- bis 29-jährigen Männern stiegen die psychischen Erkrankungen seit 1997 um 106% an, bei den 20- bis 24-jährigen Frauen sogar um 123%. Das war von der DAK. Die Technikerkasse schreibt hier, dass aufgrund von psychischen Störungen in den letzten 5 Jahren ein Anstieg von 20% zu verzeichnen war. Und bei der BKK heißt es hier, auch hier sind in zunehmendem Maße psychische Störungen für das Fehlen am Arbeitsplatz verantwortlich, gegenüber 1990 mit heute durchschnittlich 8 bzw. 11%, bei Frauen sogar doppelt so häufig wie damals. Also psychische Krankheiten, und darüber wollen wir uns jetzt nicht zu sehr austauschen, was da alles Ursache sein kann. Da gibt es nur die verschiedensten Probleme, die zum Teil auch mit in der problematischen wirtschaftlichen Situation, Arbeitsplatzsituation und so begründet ist. Aber auf jeden Fall haben wir hier zunehmend Probleme. Und die Patienten kommen meist nicht gleich mit einer psychischen Diagnose oder so. Die kommen, weil ihnen irgendetwas wehtut. Zwischen Körper und Gemüt besteht eine sehr enge Beziehung. Wenn der Verstand zunimmt und der Wille dem Herrn untergeordnet wird, verbessert sich in erstaunlicher Weise auch die körperliche Gesundheit. Seelische und geistige Kraft hängt von der körperlichen Gesundheit ab. Das sind Dinge, sehr alt hier schon, vor vielen, vielen Jahren formuliert, zeigen uns aber, dass hier einfach zwischen Körper und Geist ein enger Zusammenhang besteht. Wenn der Körper krank ist, leidet der Geist und umgekehrt. Im Übrigen weiß man heute, dass Willenskraft und Selbstbeherrschung bei der Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit eine große Rolle spielen. Ärger, Unzufriedenheit, Egoismus und Unmoral wirken sich krankmachend und zerstörerisch aus, während Fröhlichkeit, Selbstlosigkeit, Dankbarkeit eine lebensspendende Kraft haben. Also das sind Erfahrungen, wenn Sie glücklich und zufrieden sind, vergessen Sie auch Ihre chronischen Dinge, die Sie sonst vielleicht immer quälen. Der Geist hat hier einen großen Einfluss auf das körperliche Befinden. Und das Thema gibt es auch Vorträge von Kollegen von mir, die ganz interessant sind. Ich habe da hier mal nur ein Zitat genommen, dass Menschen, die einen Halt im Leben haben, also eine geistliche Ausrichtung haben, weniger Probleme mit Krankheiten haben, zum Beispiel mit Depressionen, neigen seltener zu Depressionen, heißt es hier. Und der Autor sagt hier, dass Religiosität ein äußerst hilfreiches Instrument darstellt, um Stress, insbesondere gesundheitsbezogenen, zu bewältigen. Da könnte ich Ihnen jetzt noch viele weitere Zitate und Arbeiten geben. Da ist auch in den letzten Jahren viel geforscht worden. Nehmen Sie das jetzt mal nur von diesem einen Zitat hier so zur Kenntnis. Es ist in der Tat so, dass man durch eine vernünftige geistliche Glaubensgrundlage auch besser mit körperlichen Dingen zurechtkommt. Sie wissen, dass ich gern mal so in die Vergangenheit gehe, und ich möchte Ihnen jetzt hier ein Beispiel bringen, weil es eigentlich für die Mediziner interessant ist. Das ist so eine der ersten Studien, die berichtet werden in der Bibel. Das ist ungefähr das Jahr 600 vor Christus.
Das Babylonische Reich hatte damals die Weltherrschaft. Und in dieser Zeit wurde ein Krieg geführt gegen das Volk Israel. Der König Nebukadnezar ist dort eingefallen, hat Jerusalem erobert und hat viele der jungen Leute dort mitgenommen in die Gefangenschaft nach Babylon. Und unter diesen Leuten, viele von Ihnen kennen vielleicht die Geschichte, befand sich auch Daniel mit seinen drei Freunden. Daniel war ein Junge, so zu der Zeit vielleicht 17, 18 Jahre alt, hatte eine königliche Herkunft, gehörte also so quasi zur israelitischen Oberschicht. Und er kam also hier an den Hof des Königs von Babylon und sollte dort jetzt am Hofe ausgebildet werden. Und ich lese Ihnen jetzt mal vor, was uns die Bibel zu dieser Begebenheit sagt. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte. Und er bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Der sprach zu ihm: Ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speise und euren Trank bestimmt hat. Wenn er merken würde, dass euer Aussehen schlechter ist als das der anderen jungen Leute eures Alters, so brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben. Also es war so, der oberste Kämmerer hatte hier die Aufgabe, diese Gefangenen im Sinne des Königs zu erziehen, beziehungsweise auch erstmal zu ernähren. Sie sollten alles das essen, was es am Tisch des Königs auch gab. Eigentlich eine Auszeichnung für einen Gefangenen, Wein und alles das, was der König zu sich nahm, hier zu bekommen. Der Daniel hatte aber in seiner Kindheit gelernt, dass das nicht gesund ist und wollte jetzt also diesen Weg nicht unbedingt beschreiten. Und da eben der Kämmerer, wie es heißt, ihm wohlgesonnen war, hat er sich auf ein Experiment eingelassen. Da sprach Daniel zu dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Michael und Asaja gesetzt hatte: Versuch's doch mit deinen Knechten 10 Tage und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dieser oberste Kämmerer, wohlgesonnen, hat sich darauf eingelassen. Es geht hier weiter: Lass dir dann unser Aussehen und das der jungen Leute, die von des Königs Speise essen, zeigen. Und danach magst du mit deinen Knechten tun nach dem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen 10 Tage. Also das ist eigentlich so ein medizinischer Versuch. Da nimmt man ja auch 2 Gruppen. Die eine macht das eine, die andere das andere. Eine Gruppe hat also hier Gemüse und Wasser bekommen und die anderen haben Wein, Fleisch und all die schönen Dinge von des Königs Tafel bekommen. Und nach 10 Tagen ging es dann wieder vor den Kämmerer und der hat sich diese beiden Gruppen mal angeschaut. Und siehe da, nach den 10 Tagen sahen sie, also Daniel und seine 3 Freunde, schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Da tat der Aufseher die Speise und den Trank, die für sie bestimmt waren, weg und gab ihnen Gemüse. Und diesen 4 jungen Leuten gab Gott Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Und als die Zeit um war, die der König bestimmt hatte, dass sie danach vor ihn gebracht werden sollte, brachte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen, und es wurde unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Mischael und Asaja gleich war. Und sie wurden des Königs Diener. Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Und Daniel blieb im Dienst bis ins 1. Jahr des Königs Kyros. Was haben also diese 4 jungen Leute gemacht? Sie haben sich anders ernährt. Sie haben das vermieden, was wir ja gelernt haben, was unsere Zellen belastet. Diese schwere Ernährung, sie haben keinen Alkohol zu sich genommen. Sie haben ihre Mitochondrien, sag ich mal, geschont. Durch gesunde Ernährung, Antioxidantien, alles, was dazugehört. Und das Ergebnis war 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem Reich. Also das ist so die erste, sage ich mal, medizinische Untersuchung, wenngleich auch hier die Menge der Probanden nicht unbedingt Statistik jetzt so aussagekräftig war. Da würde ein Wissenschaftler sagen, ja, das waren nur 4 Leute. Aber immerhin, es wird uns hier berichtet, dass eine Ernährungsumstellung oder eine andere Ernährung durchaus Auswirkungen hatte. Und Sie müssen bedenken, die Babylonier waren damals ein sehr schlaues Volk. Bis heute haben wir noch Dinge, die sie damals entdeckt oder erfunden hatten. Also das waren schon Leute, die wussten, mit Wissen umzugehen und Wissen zu erarbeiten. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Eine andere Ursache der schlechten Gesundheit und der Unfähigkeit zu wirken ist eine schlechte Verdauung. Es ist im Gehirn ganz unmöglich, gut zu arbeiten, wenn die Verdauungskräfte missbraucht werden. Viele nehmen in großer Eile verschiedene Arten von Speisen zu sich, die im Magen einen Streit erregen
und danach das Gehirn verwirren. Der Gebrauch von ungesunder Nahrung und ein zu viel Essen, selbst von gesunden Speisen, sollten vermieden werden. Und jetzt kommen wir auf ein Thema, was Ihnen vielleicht auch neu sein wird, nämlich die Wechselwirkung zwischen Magen und Gehirn. Noch zwei Zitate kürzerer Art. Seelische Belastungen verursachen Magenkrankheiten, weil sie einen lähmenden Einfluss auf die Verdauungsorgane ausüben. Und häufig ist es nichts weiter als Überlastung des Magens, wenn der Leib müde und der Geist träge wird. Aussagen viele Jahre her. Und man hat erst in den letzten Jahren eigentlich festgestellt, dass es hier eine Verbindung gibt. Der Magen entsteht also nun in enger Verbindung mit dem Gehirn. Wenn der Magen erkrankt ist, wird die Nervenkraft des Gehirns den geschwächten Verdauungsorganen zur Hilfe gerufen. Geschieht dies zu häufig, wird das Gehirn überbeansprucht. Was passiert also im Gehirn und im Magen? Wo sind da die Zusammenhänge? Der frühe Lebensstress ist eingebrannt im Gehirn und Bauch und bestimmt die Sensibilität der Darm-Hirn-Achse für das ganze Leben. Eine Beobachtung am Menschen stützt die These. Kinder mit den berüchtigten Säuglingskoliken wachsen nicht selten zu Erwachsenen mit irritablem Darm heran. Ein solches Gedächtnis im Bauchhirn beruht auf Lernprozessen auf der Mikroebene, sagt Michael Schemann. Wir finden die gleichen Substanzen und Moleküle, die im Gehirn für Erinnerung benutzt werden. Inzwischen ist bekannt, dass das Bauchhirn wie das Kopfhirn nach der Geburt weiterreift und speichert. Frühe mentale Erfahrungen des Darms beeinflussen somit die Persönlichkeit. Beider Gehirne. So hinterlassen zum Beispiel lang anhaltende oder intensive Ängste Spuren in Kopf und Darm. In Rattenversuchen wurde nachgewiesen, dass Neugeborene, die Stresssituationen ausgesetzt wurden, Hypersensitivität und reizdarmähnliche Symptome entwickeln. Mittlerweile können wir auf molekularer Ebene nachweisen, dass sich einerseits unser gastrointestinales Befinden auf die Stimmungslage auswirkt, dass sich aber auch umgekehrt zentralnervöse Prozesse wie Angst oder Niedergeschlagenheit mit Symptomen im Magen-Darm-Trakt einhergehen. Sie kennen alle diese Sprichworte, Liebe geht durch den Magen oder man macht sich vor Angst in die Hosen. Also diese Verbindung ist bekannt, aber war viele Jahre gar nicht näher erforscht. Und man hat also herausgefunden, dass diese Verbindung in beiden Seiten geschieht. Erst einmal, das zentrale Nervensystem hat ca. 100 Milliarden Nervenzellen, während das enterische Nervensystem oder das Darmhirn nur gut 100 Millionen Nervenzellen hat. Und der Informationsaustausch geht überwiegend vom Magen, Darm zum zentralen Nervensystem. Zu 80%, nur 20% kommen Rückmeldungen. Dieses enterische Nervensystem arbeitet weitestgehend autonom. Wenn also die Speise stimmt, die Umstände stimmen, alles in Ordnung ist, dann ist das Gehirn außen vor. Wenn es aber Probleme mit der Verdauung gibt, dann fängt das enterische Nervensystem an, Alarmsignale ans Gehirn zu senden. Es sendet zwar 80%, aber das meiste wird im Unterbewussten verarbeitet, weil es einfach nur eine Zustandsmeldung ist vom Darm, mir geht's gut. Da macht das Gehirn nichts, das Bewusstsein wird gar nicht eingeschaltet, das bleibt im Unterbewussten. Erst wenn Störungen sind und das Gehirn immer wieder bombardiert wird mit Alarmmeldungen, dann fängt das zentrale Nervensystem an zu reagieren und macht irgendeine Aktion dann in diesem Bereich. Dieses enterische Nervensystem fängt an in dem Moment, wo ich geschluckt habe und hört auf vor dem After. Denn das, was danach kommt, das sollte man lieber vom Kopf her steuern. Also die Darmentleerung ist eine Sache des Gehirns hier oben. Ja? Aber bis dahin, bis der Enddarm gefüllt ist, das macht dieses enterische Nervensystem völlig autonom. Die Interaktionen, die Verbindungen also zwischen diesen beiden Nervensystemen sind eben so geregelt, dass Gehirn überwacht und moduliert die Verdauungsprozesse. Die Informationen, GIT heißt vom Gastrointestinaltrakt, also vom Magen-Darm-Bereich, gelangen über gewisse Nerven zum zentralen Nervensystem und umgekehrt über die sympathischen und parasympathischen Nerven läuft die Information vom Gehirn, Kopfhirn wieder ins Darmhirn. Und das zentrale Nervensystem passt die Aktivitäten des Gastrointestinaltraktes an die Bedürfnisse des Organismus an. Die Funktionen der verschiedenen Organsysteme werden aufeinander abgestimmt. Stress kann nun zu einem Kurz- oder auch Langzeiteinfluss auf die Funktion unseres Verdauungssystems führen. Das neuronale Netzwerk, das die Stressantwort im Gehirn erzeugt, das zentrale Stresszentrum, liegt unter anderem im Hypothalamus und Amygdala. Schwerer oder andauernder Stress kann Langzeitveränderungen der Stressantwort bewirken. Also wenn immer wieder was kommt, das heißt Plastizität, das werden neue Verbindungen oder neue Zellen im Gehirn gebildet. Und dieses CRF,
ist ein wesentlicher Vermittler der zentralen Stressantwort. Wenn es also im Gehirn zu viel Stress gibt, wird dieses CRF über die Blutbahn an der Darmwand auch Veränderungen machen und dann kommt es zu einer vermehrten Darmtätigkeit. Und dieses vor Angst in die Hosen machen heißt, das Gehirn hat ein Problem, es wird dieses Hormon ausgeschüttet und es gibt unten die Antwort, der Darm will sofort entleeren. Er reagiert also auf diesen Stress vom Gehirn her. Oder umgekehrt eben, das Liebe geht durch den Magen, wenn es da unten wohl ist, fühlt man sich oben auch wohl. Stress erhöht also die Durchlässigkeit des Darmes für große Antigenmoleküle, das führt zu gewissen Reaktionen, die wollen wir nicht näher beschreiben hier, aber der Zusammenhang zwischen Stress und unterschiedlichen Magen-Darm-Erkrankungen wie den verschiedenen Arten von Verdauungsstörungen, Entzündungen, Geschwüren und der Refluxkrankheit, also wenn Magensäure hier in die Speiseröhre zurückfließt, der wird gerade erforscht. Also da ist man noch nicht viel weiter, aber man weiß schon, hier gibt es irgendwelche Zusammenhänge. Und diese Stressoren, das was Stress auslöst, vom Gehirn her oder auch vom Magen-Darm her stimulieren diese Darm-Hirn-Achse. Störungen in jeder Ebene der neuronalen Kontrolle des Magen-Darm-Traktes können die Steuerung der Magen-Darm-Beweglichkeit, Ausscheidung von Sekreten der Immunfunktion als auch die Wahrnehmung und emotionale Antwort der Ereignisse betreffen. Die Funktionen des enterischen Nervensystems, die zentrale Verarbeitung und automatische Regulation spielen eine wichtige Rolle im Darm-Hirn-Dialog. Wir hatten, als wir uns mit Glucose beschäftigt hatten, das Leptin ausgespart. Ich habe gesagt, da kommen wir noch drauf und das ist jetzt der Zeitpunkt. Das Insulin, wissen Sie, sorgt dafür, dass der Muskel aufgemacht wird, die Glucose aufnimmt und abspeichert. Und das Leptin ist nun das Hormon, was ans Gehirn eine Meldung gibt. Und da gibt es verschiedene Hormone. Das Insulin hat auch eine gewisse Funktion, aber dieses Leptin hat hier eine Schlüsselrolle. Das geht also ins Gehirn und sagt dem Gehirn zum Beispiel, ich habe jetzt Nahrung aufgenommen und dann wird es im Gehirn verarbeitet und dann geht es hier weiter. Das haben wir auf der nächsten Folie. Also es gibt hier die Signale vom Leptin, zum Beispiel vom Fettgewebe, ich will nicht mehr, mir reicht das jetzt. Und dann wird das im Gehirn verarbeitet und dann wird die Nahrungsaufnahme vom Gehirn gesteuert. Das heißt, der Mensch hört dann, wenn er satt ist, auf zu essen. Wir hatten das bei der Fructose ja, wo das Leptin nicht ausgeschüttet wird und bis da eine Sättigung kommt, vergeht viel mehr Zeit und deswegen nehme ich bei der Fructose eben unverhältnismäßig viel zu. Und dann gibt es auch noch hier vom Magen-Darm-Trakt entsprechende Signale. Das wird alles im Gehirn verarbeitet, aber es läuft im Unterbewussten ab. Ich muss mich jetzt nicht anstrengen zu überlegen, habe ich genug gegessen? Die Sättigung kommt halt irgendwann über diesen automatischen Regelvorgang. Was auch im Gehirn stattfindet und was wichtig ist, ich lese mal nur den zweiten Teil hier, die geistigen Aktivitäten regen über die Nervenbahn eine Reihe von Körperfunktionen an, die ihrerseits dafür sorgen, dass die natürlichen Abwehrkräfte gestärkt werden. Und hier ist es interessant zu wissen, dass dieser Magen-Darm-Trakt nicht nur der Ort mit der größten Neuronenansammlung außerhalb des Gehirns ist, sondern er beherbergt auch die größte Anzahl von Immunzellen im Körper. Mehr als 70% der Abwehrzellen sitzen hier im Magen-Darm-Bereich. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass dieses System vernünftig arbeitet. Wenn es hier zu größeren Störungen kommt, ist die gesamte Abwehr des Körpers in Mitleidenschaft gezogen. Ich lese hier nur die unterstrichenen Dinge, und zwar Hirnleistung hat etwas zu tun mit Mäßigkeit beim Essen. Reichlich und üppige Speisen sollten auf den Esstischen keinen Platz haben. Sie erinnern sich an den Versuch, den ich Ihnen letztes Mal geschildert habe mit den zwei Mäusepopulationen. Die hat so viel gegessen, wie sie durfte oder brauchte und die hat so viel gegessen, wie sie wollte. Die hat doppelt so lange gelebt wie die. Überessen führt also zu Veränderungen, nämlich genau auf der Ebene, wie wir es betrachtet haben. Mitochondrien werden geschädigt, die Erbsubstanz, die Zellen sterben viel früher ab, als wenn man sich in Maßen hält. Und hier heißt es also in einem Zitat, auch hier nur das Unterstrichene gelesen, Überessen und Mangel an körperlicher Betätigung sind Risikofaktoren für viele Alterserkrankungen. Die Widerstandsfähigkeit der Neuronen im Gehirn gegen Fehlfunktionen und Absterben wird verändert. Also genau dieser Prozess, der auch in allen anderen Zellen stattfindet, wenn diese Zelle überlastet wird, wenn zu viele reaktive Sauerstoffverbindungen da sind, gibt es Probleme. Dieser Mechanismus ist also auch im Gehirn. Und das Gehirn versucht sich jetzt dagegen zu schützen mit sogenannten neurotrophen Faktoren, also die eigentlich diesen Vorgang hier versuchen in den Griff zu bekommen. Das klappt aber nicht immer.
Nahrungsbeschränkung erhöht auch die Zahl neu gebildeter neuronaler Zellen im Gehirn. Also wenn ich weniger esse, habe ich weniger Probleme. Ich habe da jetzt eine ganz interessante Studie gelesen, dass man, wenn man einen Hirntumor hat, den kann man ja kaum behandeln. Es gibt kaum Möglichkeiten. Dass man dann, wenn man den Körper in eine Art Hungerzustand bringt, die Tumorzellen wesentlich mehr darunter leiden als die normalen Zellen und somit die Möglichkeit besteht, den Tumor, das Wachstum günstig zu beeinflussen. Und zwar, indem man den Kreislauf, den Stoffwechselweg umkehrt in eine sogenannte Ketoazidose, dass nicht mehr Zucker verbrannt wird, sondern Ketonkörper. Und das schädigt im Prinzip die Tumorzellen so stark, dass man da günstige Einflüsse hat. Und man ist jetzt dabei, das auch ein bisschen weiter zu erforschen. Das ist jetzt auch erst vor ein paar Monaten veröffentlicht worden. Was es hier also heißt, die Nahrungsbeschränkung, körperliche sowie geistige Betätigung verringern die Anfälligkeit und den Schweregrad von Abnutzungserkrankungen des Gehirns bei Menschen. Diese Studien sind schon ein paar Jahre alt. Inzwischen hat man das genauso wie die anderen Dinge sehr genau erforscht, dass es auf dieser mitochondrialen Ebene stattfindet. Ein relativ neues Zitat: Übergewicht älterer Frauen war mit einem höheren Risiko für Demenz, Ischämie, also Ischämie ist Durchblutungsstörung, und größerer Hirnatrophie, Hirnatrophie ist Schrumpfen des Gehirns verbunden. Also wenn Frauen, und das älter heißt ja so, ab 30, 40 fängt das an, wenn die also Übergewicht haben, geht das Gehirn schneller zugrunde. Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass übergewichtige Erwachsene mittleren Alters bereits eine gewisse erhöhte Hirnatrophie aufweisen und ein größeres Risiko für zukünftigen kognitiven Abfall. Also die Hirnleistung der Übergewichtigen nimmt deutlich schneller ab als die von schlanken Personen. Alzheimer, Ernährung, auch hier sind diese Zusammenhänge, ich erwähnte schon kurz, mit erforscht worden. 6-8% aller Personen über 65 haben die Alzheimerische Krankheit. Die Verbreitung dieser Krankheit nimmt zu. Die Ernährung scheint einer der Faktoren zu sein, die eine schützende Rolle bei der Alzheimer-Erkrankung spielen. Viele Studien weisen darauf hin, dass oxidativer Stress und die Anhäufung freier Radikale bei der Entstehung dieser Krankheit beteiligt sind. Also hier auch nochmal diese Dinge. Auch hier oxidativer Stress in dieser Studie hat mit dem Gehirnalterungsprozess zu tun. Wenn die Zellen im Gehirn überladen sind, überlastet sind, schlecht versorgt werden, gibt es einfach diese Erkrankungen gehäufter. Was auch wichtig ist, der Körper braucht Bewegung, wenn er sich gesund entwickeln und leistungsfähig bleiben soll. Mangel an Bewegung macht körperlich krank, hindert den Menschen daran, seine geistigen Kräfte voll auszuschöpfen. Ausgerechnet das empfindlichste Organ des Menschen, das Gehirn, wird durch Bewegungsmangel am stärksten geschädigt, weil es über weite Strecken nicht genügend mit Sauerstoff versorgt wird. Eigentlich eine ganz logische Sache. Sie erinnern sich an dieses Zitat, was ich letztes Mal schon hatte: 1,5 Kilometer pro Tag gehen erhöht die Hirnleistung bei Älteren um 13%. Und das ist allein auf die Bewegung zurückzuführen, hat mit anderen Faktoren nichts zu tun. Oder auch hier ist jetzt nicht unbedingt eine Quelle, die man zitiert, aber das gefiel mir so: hier, Sport macht schlau, trainieren fördert Intelligenz und Lernerfolge. Also körperliche Betätigung über den Weg, dass das Gehirn besser versorgt wird mit Nährstoffen, vor allem auch mit Sauerstoff, bringt mehr Leistung geistiger Art. Und jetzt möchte ich zu einer auch sehr interessanten Studie weiterleiten, was den Fleischverzehr anbetrifft. Das ist so die typische Reklame der CMA, immer so ein bisschen an der Grenze dessen, was man so machen kann. Kleine Schweinerei gefällig heißt es hier. Wie sieht das aus? Ich bringe ein Zitat aus unserer Gesundheitsreform. Der reichliche Fleischgenuss wird die Gehirntätigkeit schwächen. Schüler, die niemals Fleisch gegessen haben, können in ihren Studien weit mehr erreichen. Im gleichen Verhältnis wie die niederen Leidenschaften durch den Fleischgenuss gestärkt werden, nehmen die Verstandeskräfte ab. Und da gibt es eine interessante Untersuchung. Wenn ich also Fleisch zu mir nehme, dann wird im Körper ein sogenanntes Stresshormon 17-HCS gebildet. Dieses Stresshormon wird dann über die Blutbahn im ganzen Körper verteilt. Das ist ein relativ großes Hormon und dieses Stresshormon kommt jetzt also über das Blut ins Gehirn. Und jetzt haben wir im Gehirn ja verschiedene Areale, wie wir gelernt haben. Wir haben dann hier einmal die Hypophyse, die Hirnanhangsdrüse, und dann haben wir den Frontallappen. Die ist mehr, wie wir vorhin gesagt haben, für diese Notfunktion zuständig. Und das ist das, was eigentlich dem entgegensteht, der Verstand. Also der Reiz wird jetzt auf die Hypophyse ausgeübt und dieses tierische
Der Instinkt wird angeregt. Die tierische Veranlagung Menschen wird hier angesprochen, gereizt durch dieses Molekül. Während der Frontallappen eine andere Struktur hat, weil er ein sehr empfindliches Organ ist, da sind die Membranen, wo diese Moleküle durchkommen, kleiner. Und dieses Hormon kann in den Frontallappen nicht eindringen. Es hat da keine Wirkung. Wozu führt also das, wenn der eine Teil gegenüber dem anderen mehr gereizt wird? Es kommt zu einem Ungleichgewicht. Das heißt, jemand, der Fleisch isst und der ist eine Mahlzeit ausreichend, hat ein mehr tierisches Verhalten, also ein mehr aggressives, unüberlegtes, impulsives Verhalten. Das sind ganz interessante Untersuchungen, die sich hier nachweisen lassen. Also dieses Ungleichgewicht führt dann irgendwann auch mal zu Reizung. Jetzt ist es nicht so, dass jeder, der vom Metzger was gegessen hat, gleich aggressiv wird. Aber beobachten Sie das mal, dass Leute eigentlich, die eine gesunde Ernährung haben, insgesamt ausgeglichener sind in ihrem ganzen Verhalten als Menschen, die sehr viel Fleisch essen. Also kann man schon so ein bisschen nachvollziehen, was hier gesagt wird. Und das war das, was in der Gesundheitsreform schon vor mehr als 120 Jahren gesagt wurde. Der Einfluss der Fleischnahrung erregt und stärkt die niedrigen Eigenschaften. Er ist sogar imstande, die sittlichen Kräfte abzutöten. Der Fleischkonsum fördert die Triebhaftigkeit und die geistigen Fähigkeiten geraten ins Hintertreffen. Fleisch fördert die körperlichen Triebe und hat Einfluss auf das moralische Empfinden. Genau eben dieser Prozess im Gehirn. Nur am Rande erwähnt, auch Bluthochdruck ist für das Gehirn gefährlich. Auch da sollte man aufpassen, da gehen wir aber jetzt nicht näher drauf ein. Und jetzt möchte ich noch eins, aber das nur in relativ kurzer Zeit betrachten. Wie sieht das aus mit Tabak, Nikotin, mit diesem ganzen Problem? Das stand, das glaube ich, aus der Ludwigsburger Kreiszeitung. Ich habe so schnell nicht mehr das Zitat gehabt, wo ich es her habe. Deutsche Forscher wurden also auch benutzt, die Gefahren des Rauchens herunterzuspielen. Das ist wieder mal die eine Seite. Rauchen ist ja gar nicht so gefährlich, wie man immer sagt. Tabak ist ein langsames, trügerisches, bösartiges Gift und dann unten es erregt und dann lähmt es die Nerven und benebelt das Gehirn. Es gab auch damals schon Tabak und als dies geschrieben wurde, hat man zum Beispiel Leuten, die lungenkrank waren, gesagt, sie sollten rauchen, das würde diese Krankheit kurieren. Das war damals übliche medizinische Meinung und dagegen wurden dann diese Aussagen gemacht, dass es eben nicht so ist. Der Gebrauch von Tabak erweckt auch einen Durst nach starken Getränken. Und auch hier gibt es eine interessante Studie, die wir gleich betrachten. Die Auswirkungen auf den Stoffwechsel des Gehirns sind in ihrer Qualität mit denen von anderen Drogen wie Kokain, Amphetamin und Morphium vergleichbar. Also Nikotin hat Wirkung auch aufs Gehirn, das ist ja unser Thema heute. Und diese Stoffe wirken, indem sie die allgemeine Stoffwechselaktivität des Gehirns anregen. Und wenn Sie einen Raucher fragen, der fühlt sich nach einer Zigarette momentan wirklich etwas leistungsfähiger, meint er. Geistige Leistungsfähigkeit ist besser, aber das Rauchen führt zu einer Erkrankung des Gehirns. Es entstehen mehr Nervenzellen, die auf Nikotin ansprechen. Und diese Nervenzellen fordern das Nikotin ein, wenn sie aufhören zu rauchen. Deswegen ist das auch so schwierig, so vom Rauchen loszukommen, weil das Gehirn da so eingeübt ist, dass dieser Entzug also schon zu schwerwiegenden Entzugserscheinungen führt. Diese Veränderung bildet sich nur ganz langsam wieder zurück und man weiß nicht, ob das Gehirn jemals wieder seinen alten Zustand erreicht. Falls das so ist, dann dauert es 10 bis 20 Jahre. Die Ergebnisse zeigen, dass Pränatale, also vor der Geburt, also Rauchen der Mutter während der Schwangerschaft, eine der größten Risikofaktoren für den plötzlichen Kindstod ist, weil die Rückmeldungen verstärkt und die Typen der Nikotinrezeptoren, die an der Regung der für das Herz zuständigen Nerven des Vagus beteiligt sind, verändert werden. Diese Veränderungen können verantwortlich sein für diese ausgeprägte Bradykardie, das heißt diesen ganz niederen Puls, den die Kinder haben, der dann irgendwann dazu führt, dass sie aufhören zu atmen. Das sind einfach Veränderungen im Gehirn und das wird schon während der Schwangerschaft im Säuglingsgehirn praktisch geprägt, dieses Problem. Rauchen kann den kognitiven Leistungsabfall bei nicht-dementen Älteren beschleunigen. Ältere Menschen, die rauchen, verlieren ihre mentalen Fähigkeiten bis zu 5-mal schneller als Nichtraucher. Das sind jetzt neuere Studien. Und die Wissenschaftler sagen, dass sie endlich den direkten biologischen Zusammenhang entdeckt haben, dass Rauchen Gehirnzellen zerstört und das Wachstum anderer Zellen verhindert.
Diese Studie hier hat untersucht, wie das Verhalten der Raucher auf verschiedene Reize ist oder auf verschiedene Entscheidungen, die er treffen muss. Man hat da über 13.000 Teilnehmer genommen und hat sie gefragt, wie sie es mit dem Anlegen vom Sicherheitsgurt, mit der Ernährung halten, mit der Gewichtskontrolle, ob sie Sport treiben. Da hat man festgestellt, dass die Raucher viel risikoreicher sich verhalten haben. Sie haben nicht so viel gehalten von Sonnenschutzcreme oder Sicherheitsgurt, haben nicht so auf Gewicht geachtet, weniger Sport getrieben. Also Veränderungen in den Entscheidungsprozessen, genau das, was wir gesagt haben, Frontalhirn wird durch das Rauchen hier deutlich verändert. Wenn man aber mit dem Rauchen wieder aufhört und das geschafft hat, kann das Verhalten sich wieder so wie bei einem Nichtraucher entwickeln. Das ist jetzt hier vom vorletzten Jahr eine Aussage, begünstigt Rauchen die Demenz. Die rauchende Gruppe punktete mit 0,16, was einen mehr als fünfmal so raschen Abbau der geistigen Fähigkeiten bedeutet. Dabei galt, je mehr Zigaretten, umso größer die Abnahme. Also auch hier verschiedene Studien, die das bestätigen, dass Nikotin wirkt ungünstig auf die Hirnleistung. Und das ist etwas, wo man auch den einen oder anderen vielleicht mal zum Nachdenken bringt. Kein Zweifel besteht daran, dass sich Rauchen negativ auf die erektile Funktion auswirkt. Auch der Alkohol, die Folie habe ich aber heute nicht hier dabei. Arm und krank liegt es an den Zigarettenstand hier in der ärztlichen Praxis. Vor allem die Leute, die nicht so viel Geld haben, die viel rauchen, rauchen sich damit früher ins Grab. Und dann, was ganz wichtig ist und wo ich meine, was eigentlich verantwortungslos ist, wenn man als Elternteil im Beisein der Kinder raucht. Eltern rauchen, Kinder kriegen Krebs. Das Passivrauchen ist weiterhin eine Gefahr. Das sind ja relativ neue Veröffentlichungen, wo immer wieder darauf hingewiesen wird, das Leukämierisiko ist zum Beispiel auf Faktor 20 erhöht, wenn beide Elternteile rauchen. Nur mal so eine Zahl, die mir gerade dazu einfällt. Wenig Nikotin ist auch schädlich. Also wenn einer meint, er raucht nur 3-4 Zigaretten, sind die Folgen trotzdem zu bemerken. Und das stand heute in der Ärztezeitung, dass es zu einem Boom für Nikotinpflaster gekommen ist, in dem Moment, wo in einem Staat eben Regulationen von oben kommen, kein Rauchen mehr in öffentlichen Gebäuden. In Italien ist das ja auch ähnlich, da tut sich ja auch einiges. Und ich hoffe auch für Deutschland, dass man hier mal ein bisschen der Vernunft folgt und auch entsprechende Entscheidungen trifft. Ja, und noch zum Abschluss des Tabaks hier, verdammter Smog, er macht einen den ganzen Zigarettengenuss kaputt. Das ist wieder die Relativität der Dinge. Kurz der Alkohol. Wie sieht es mit Alkohol aus? Das kann man dann ja der Ernährung schon wieder ein bisschen mehr zuschreiben. Das Rauchen war jetzt mal so ein kleiner Ausflug. Neuerdings raten Ärzte auch vom mäßigen Alkoholkonsum ab. Deshalb trinke ich maßlos oder noch eine andere Aufnahme, das habe ich in einem Lokal gefunden, das fand ich so schön dekoriert da. Das Leben ist zu kurz, um billigen Wein zu trinken. Man findet immer irgendeinen Grund für den Alkohol. Und hier ein paar Zitate. Trinker und Raucher können ihr unersättliches Verlangen und ihre reizbaren Nerven auf ihre Kinder übertragen. Und da fängt wieder das Problem an. Was mache ich mit meinen Nachkommen? In der Regel gibt jeder Alkoholiker, der Kinder in die Welt setzt, seine Veranlagung und seine schlechten Neigungen an seine Nachkommen weiter. Und auch dazu gibt es wissenschaftliche Untersuchungen und Beweise. In den 3 Jahrzehnten, seit das fetale Alkoholsyndrom erstmals beschrieben wurde, bestand großes Interesse der Forscher daran, die zugrunde liegenden Mechanismen zu erfahren, wie Alkohol die Entwicklung des menschlichen fetalen Gehirns schädigt. Also fetales Gehirn im Mutterleib, ja. Und unterbricht. Schon eine einmalige Alkoholgefährdung, und das hat man hier an Ratten untersucht oder Mäusen während der synaptogenetischen Entwicklungsphase des Gehirns, führte zum Absterben von Neuronen in vielen Regionen des zentralen Nervensystems. Das heißt, das ist jetzt der Versuch, bei Ratten kann man es dann ja nachweisen, weil man ja schauen kann, was ist passiert. Einmalige Alkoholgefährdung führt schon zum Absterben von Nerven im Gehirn, wenn die Entwicklung des Gehirns gerade bei dem entsprechenden Tier oder dann auch übertragen beim Menschen im Gange ist. Die Grundsätze der Mäßigkeit dürfen aber nicht nur angewendet werden, was den Genuss alkoholischer Getränke betrifft. Aufreizende, unverdauliche Nahrung ist der Gesundheit oft ebenso unzuträglich und führt in vielen Fällen zur Trunksucht. Sie kennen das, wenn Sie was Fettes gegessen haben oder ähnliches, dann brauchen Sie danach noch einen Schnaps. Zumindest ist das so auch gang und gäbe. Wird häufig praktiziert und wir hatten uns ja über die Gastronomie-Szene schon unterhalten, Fast Food. Und da gibt es eine sehr aufschlussreiche Studie mit 2 Rattenpopulationen. Die eine Ratte hat Hamburgers bekommen, also diese westliche Ernährung,
und die andere Ratte hat was Gesundes bekommen, eine Vollwerternährung. Die Nahrung sah äußerlich genau gleich aus, das wurde in Pellets gepresst, also die Ratten konnten nicht am Aussehen der Nahrung hier irgendwas erkennen. Und dann hat man in beiden Rattenpopulationen ein Gefäß mit Wasser hingestellt und ein Gefäß mit Alkohol. So, und jetzt können die Schlauen unter Ihnen schon gleich nachvollziehen. Die Ratten haben sich jetzt natürlich überlegt mit ihrem riesen Frontalhirn, was mache ich? Trinke ich heute Wasser oder trinke ich Alkohol? So geht es natürlich nicht bei den Tieren. Die Tiere folgen dem, was in ihrem Körper vor sich geht, ihrem Instinkt. Und es kam so, wie es kommen musste. Die Vollwertratten haben das Wasser getrunken und die Fastfoodratten haben den Alkohol getrunken. Das heißt also, Beweis dieses Zitats von eben und Erkenntnis, die man gewonnen hat, eine falsche Ernährung, Nahrungsaufnahme führt zu einem anderen Trinkverhalten. Diese Reiznahrung führt mich dazu, eher dem Alkohol zuzusprechen, als wenn ich jetzt was Gesundes esse. Noch ein Punkt, vom Hamburger verwirrt, das Fett in der Nahrung raubt auch Hirn, heißt es hier. Die fettreiche Kost beeinträchtigt die Lernfähigkeit und das Gedächtnis. Diese erhöhten Triglyceridspiegel, und das können Sie auch zuordnen, erhöhte Triglyceridspiegel sind eine hohe oxidative Belastung in der Zelle und machen genau diese Probleme, von denen wir die ganze Zeit schon reden. Aber nochmal zurück wieder zum Alkohol und Stress. Das waren hier wieder Ratten. Und man hat die Ratten unter Stress gesetzt und dann hat man also festgestellt, wenn sie unter Stress waren und sie die Möglichkeit hatten, Alkohol zu trinken, führte das zu einer ganz deutlichen Zunahme des Alkoholkonsums. Also diese psychische Wirkung, Gehirn, hat sich ausgewirkt auf das Verhalten. Die Ratten haben dann vermehrt Alkohol getrunken, wenn der Stress da war. Und das ist ja auch häufig im menschlichen Bereich nicht viel anders. Es gibt ja eigentlich immer einen guten Grund, Dinge zu tun, die eigentlich nicht so gut sind. Das möchte ich jetzt nur kurz streifen. Wir haben ja zunehmend Probleme, gerade mit diesem Hyperaktivitätssyndrom und so. Und die Kinder bekommen zunehmend Medikamente, also richtig schon so richtige Bomben. Ja, das Ritalin zum Beispiel sind vielleicht bekannt bei der Hyperaktivität. Und hier ist ein großes Problem, nämlich einige psychiatrische Krankheiten werden schon im Alter von 2 Jahren diagnostiziert und therapiert. Und das führt zu einer Gefährdung der Gehirnentwicklung durch Stimulantien, Antidepressiva und Beruhigungsmittel. Und auch die zunehmende Verfügbarkeit koffeinhaltiger Getränke in den Schulen bringt eine Gefährdung der Kinder durch eben in dem Fall Kaffee mit sich. Ratten, die während der frühen Wachstumsphase Ritalin bekamen, das ist dieses Mittel, was heute standardmäßig bei der Hyperaktivität angewendet wird, zeigen langanhaltende Veränderungen im Verhalten. Auf molekularer Ebene zeigen sie dramatische Veränderungen in der Funktion des Belohnungszentrums im Gehirn. Schwarzer Tee, Bohnenkaffee enthalten keine Nährstoffe. Die Entspannung, die man durch ihren Genuss empfindet, setzt ein, noch bevor der Magen Zeit zur Verdauung hatte. Es kommt also hier zu einer Erregung der Magennerven, die dann an das Gehirn weitergeleitet wird. Und das Gehirn wird gereizt, das Herz zu größerer Aktivität anzuspornen. Und es vermittelt dem ganzen Organismus einen kurzfristigen Energieschub. Wir glauben, Kraft zu haben durch den Kaffee, aber letztendlich ist das nicht echt und schadet uns. Und auch das hat man untersucht. Man hat festgestellt, bei Patienten, die nach einem Schlaganfall auf stationär, also stationär behandelt wurden, hat bei denen also die Durchblutung gemessen in den Hirngefäßen und hat also festgestellt, dass nach Kaffee die Patienten eine deutliche Verminderung haben der Hirndurchblutung. Das ist ja genau das Verkehrte. Wenn ich einen Schlaganfall hatte, muss ich dafür sorgen, dass ich eine gute Durchblutung im Gehirn habe. Und da eben der Kaffee, wie es ja heißt, zur Ernährung der meisten Patienten stationär dazugehört, muss man sich also hier schon Gedanken machen, ob man das wirklich will. Kaffee und Gehirn, was gibt es hier für verschiedene Probleme? Ich gehe das nur mal kurz durch. Abhängigkeit, Wechselwirkung mit Medikamenten, gewisse Krankheiten können verschlimmert werden. Leistungsfähigkeit körperlich und mental wird beeinträchtigt, der Schlafrhythmus wird gestört. Und es gibt auch andere Krankheiten, die eben verstärkt werden können, wenn 2 Reize auf mein Frontalhirn ausgeübt werden. Spirituelle und soziale Dimension unseres Charakters, eben auch wieder Sache des Frontalhirns, wird beeinträchtigt. Und bei hoher Dosierung kann es auch mal tödlich enden. Und man sollte bei dem Ganzen nicht vergessen, dass das Koffein nicht nur im Kaffee und im Schwarztee ist. Kakao, Schokolade, Cola haben auch entsprechende Anteile. Das sind jeweils die Minimal- und Maximalwerte. Natürlich müssen Sie schon sehr viel Kakao zu sich nehmen, um auf die Wirkung von Kaffee zu kommen. Aber wenn Sie überlegen, was Kinder so manchmal an Schokolade zu sich nehmen, haben Sie doch bezogen auf die Körpergröße eine relativ hohe
Koffeinmenge dabei. Wie sieht es aus bei der Alzheimer'schen Erkrankung und dem Kaffee? Auch da gibt es, wie beim Koffein, auch bei anderen Stoffen, das sind Stimulantien für das zentrale Nervensystem, beeinflussen das Bewusstsein durch entsprechende Blockade hier bei gewissen Stoffwechselvorgängen im Gehirn. Und man weiß auch hier, dass es eben diese Krankheit erfördert und auch deswegen nicht gut ist. Und Doping fürs Hirn, wie man dem Kaffee gerne zuschreibt, das ist schon ein etwas älteres Zitat, macht Kaffee zwar wacher und konzentrierter, aber komplexe Denkabläufe werden negativ beeinflusst. Wieder Frontalhirn, komplexe Denkabläufe, das Frontalhirn wird nicht günstig beeinflusst. Ja, und das ist auch interessant, das sage ich Ihnen nur, brauchen wir nicht durchlesen, dass zum Beispiel die Insulinresistenz, also diese Fähigkeit der Muskelzelle, Zucker einzulagern durch Insulin, verschlechtert wird beim Kaffeegenuss. Da ist man noch nicht genau dahinter gekommen. Man weiß nur, dass es nicht in der Bauchspeicheldrüse die Sekretion, also die Ausscheidung von Insulin ist, die behindert wird, sondern die Wirkung an der Muskelzelle wird hier negativ beeinflusst. Und hier ein Fallbeispiel, um Ihnen diese komplexen Zusammenhänge jetzt mal praktisch zu zeigen. Christy Turlington, ein Supermodel, hat hier geschildert, wie sie die Rauchsucht besiegte. Und sie hat hier formuliert, ich wollte endlich auf mich Acht haben, ich dachte an meine Zukunft und dass ich eines Tages Kinder haben wollte. Rauchen hatte nichts mit meiner Zukunft zu tun. Darum habe ich mir das Versprechen gegeben, nicht mehr zu rauchen und ich änderte meine Gewohnheiten, reiste nicht mehr viel, trank weder Kaffee noch Alkohol. Damit habe ich das Rauchen besiegt. Und das sind diese Wechselwirkungen. Wenn jemand vom Rauchen loskommen will, muss er auch die anderen Dinge lassen, sonst gibt es hier Probleme. Er schafft es dann nur wesentlich schwerer. Und erst wenn man alle diese Reizstoffe, die das Gehirn beeinträchtigen, zusammenlässt, dann hat man auch Erfolg, und zwar bleibenden Erfolg dabei. Schlafdefizit, hier eine Veröffentlichung aus der Ludwigsburger Kreiszeitung, da wird sie immer so schön getitelt, zu wenig Schlaf macht dick, dumm, krank. Wir hatten das vorhin schon bei anderen Dingen, nicht? Fernsehen, Computerspiele machen auch dick, dumm, krank, also zu wenig Schlaf auch. Wie sieht das also aus mit dem Schlaf? Ein Zitat aus der Wissenschaft. Die Schlafdauer ist ein wichtiger Regler für das Körpergewicht und den Stoffwechsel. Eine Verbindung von gewohnheitsmäßig kurzem Schlaf und erhöhtem BMI, Body Mass Index, also erhöhtes Gewicht, wird aus vielen Bevölkerungsgruppen berichtet. Das hat man wissenschaftlich untersucht und man hat festgestellt, dass die Teilnehmer mit kurzem Schlaf ein erniedrigtes Leptin und erhöhtes Ghrelin hatten. Das sind zwei Hormone, die im Gehirn den Appetit regeln. Wenn ich das Leptin erniedrige, ist ein Sättigungsgefühl erst später da. Diese Unterschiede von Leptin und Ghrelin erhöhen den Appetit und erklären den mit kurzer Schlafdauer verbundenen erhöhten BMI. In westlichen Bevölkerungsgruppen, wo chronisches Schlafdefizit normal ist und ausreichend Nahrung zur Verfügung steht, können Veränderungen der den Appetit regelnden Hormone und Schlafkürzung zu Übergewicht führen. Also wenn Sie unbedingt abnehmen wollen, gönnen Sie sich mehr Schlaf, dann geht das Ganze schon mal leichter, dann haben Sie nämlich höhere Leptinspiegel und Sie essen nicht mehr so viel. Wie sieht es aus mit Drogen? Etwas, was ja auch unserem Gehirn nicht gut tut. Die Partydrogen, der Verbrauch ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Partydrogen, das sind so die Dinge, die man so fast als legal betrachtet. Haschisch oder Cannabis triggert Schizophrenie, hieß es hier schon vor gut 3 Jahren. Also hier gibt es Auswirkungen auf das Gehirn. Gegen die Forderung, Haschisch zu legalisieren, spricht ein neues gewichtiges Argument. Der Konsum von Cannabis kann eine Schizophrenie vorzeitig auslösen und verschlechtert die Heilungschancen deutlich. Schäden durch Cannabis in der Pubertät. Der Konsum von Cannabis in der Pubertät kann zu schweren Langzeitschäden führen. Zu den Schäden gehören Gedächtnisstörungen, Aufmerksamkeits- und Motivationsdefizite. Es ist ja heute so unter den Jugenden üblich, dass man sagt, Haschisch kannst du nehmen, das ist nichts Schlimmes. Aber es gibt noch ein Problem, heute in der Ärztezeitung auch wieder mal veröffentlicht. Cannabis ist eine Einstiegsdroge und wenn man damit anfängt, ist das Risiko, harte Drogen zu nehmen, 6-fach erhöht. Das ist eigentlich das Problem. Nicht so sehr vielleicht das, was Haschisch macht, aber dass man sich über diese Droge eben dann auf dem besten Weg zu härteren Drogen befindet. Und die Cannabiskonsumenten werden immer jünger, wird es hier geschrieben. Und Probleme sind auch, wenn die Eltern haschen, vor allem die Mütter in der Schwangerschaft oder wenn sie es auch vorher lange getan haben. Die Babys fallen durch Überregbarkeit, schrille Schreien, Krampfanfälle, unruhigen Schlaf, verstärkte Reflexe, Tremorspucken, Erbrechen, Durchfall, schnellen Herzschlag,
Gesichtsröte und plötzliche Blässe auf. Also das sind Folgen, die kommen können, wenn eine Schwangere sich diesen Drogen hingibt. Außerdem sind die Drogen, vor allem die Designer-Drogen, auch ein Risiko für Herz und Hirn. Und wenn man hier dieses nimmt, was hier untersucht wurde, die Speed-Sucht, also Speed lässt den Menschen bis zu 50 Jahre voraltern und vor allem Bewegung, Konzentration und Antrieb werden deutlich negativ beeinflusst. Das ist der Erfinder dieses Ecstasy, das ist ja so heute die Modedroge 1, weil sie am billigsten ist. Da gab es also einen Artikel und so sehen diese Dingerle da aus. Ich weiß nicht, wer sich damit auskennt, also ich habe es auch eigentlich nur auf den Abbildungen gesehen. Dieses Ecstasy hat also ganz viele und sehr unterschiedliche Wirkungen, teilweise sehr dramatische Wirkungen. Ich kenne von meinen Patienten eine junge Dame, damals war es noch ein größeres Kind, die hat mit 15, 16 angefangen mit Ecstasy. Wenn Sie diese Person heute erleben, die ist nicht mehr das, was es war. Die hat sich so verändert, die kann ganz lieb sein und im nächsten Moment kriegt die einen Tobsuchtsanfall oder irgendetwas. Und das ist genau das Problem, es trifft zum Glück noch nicht jeden, aber es hängt ja auch ein bisschen von der Menge ab und wann ich damit anfange. Es kann einfach diese nicht mehr rückgängig zu machenden neuropsychiatrischen Schädigungen geben. Das ist dieses Problem mit den Muskeln, dass die Muskeln abgebaut werden. Das sind jetzt eher seltene Wirkungen, können aber bei diesen Drogen auftreten. Was vor allem Probleme sind, sind diese ganzen Krankheiten aus dem psychiatrischen Formenkreis, die Psychosen, Depressionen, Angstzustände. Das Gehirn wird einfach durch diese Gifte so verändert, dass bleibende Schäden nicht auszuschließen sind. Und hier heißt es auch in diesem Artikel, einmal high, für immer krank. Und das sind jetzt zwei Veröffentlichungen, letztes Jahr im September, dauerhafter Schaden. Und jetzt hier wieder vor 3 Wochen, Ecstasy schädigt das Gedächtnis, von wegen harmlos, hochdosierter und anhaltender Konsum von Ecstasy kann Gedächtnisstörungen, Depressionen, Angststörungen verursachen. Videospiele und Gehirn, auch das wollte ich hier nur mal kurz erwähnen, mit 2 Folien, aggressive Personen und solche, die oft mit Gewaltvideos spielen, haben auch im wirklichen Leben die Neigung zu Gewalttaten. Gewalttätige Videospiele können Aggressionen auslösen. Wir hatten das ja damals bei dieser Tragödie in Erfurt gehabt, da waren ja wohl auch diese Hintergründe als Begründung für dieses Massaker da gewesen. Noch ein paar praktische Dinge zum Positiven. Zumindest so rum formuliert, geringe Schwankungen im Wasserhaushalt, medizinisch zu wenig beachtet. Schon bei geringem Flüssigkeitsdefizit sinkt die geistige Leistungsfähigkeit. Bei Frauen hat man das oft, ich sage immer, das ist eigentlich die schlimmste Frauenkrankheit, dass die Frauen, wenn es hochkommt, einen halben Liter am Tag Flüssigkeit zu sich nehmen. Wenn sie am besten sich angewöhnen, einen halben Liter Wasser zu trinken, nach dem Aufstehen meine ich, vor dem Frühstück noch, dann kommt ihr Kreislauf, ihr Stoffwechsel, alles in Schwung und dann läuft der Tag viel besser. Probieren Sie das mal aus. Vor allem, wie gesagt, bei Frauen ist es häufig Ursache von Erkrankungen, dass sie nicht genug Flüssigkeit zu sich nehmen. Und jetzt wollte ich Ihnen noch eine Studie sagen, was die Auswirkung von Zucker anbetrifft. Große Mengen an Zucker in der Ernährung beeinträchtigen die Funktion des Frontallappens bei Kindern im Schulalter. Man hat hier 2 Gruppen von Kindern, Jugendlichen genommen und hat die über einen längeren Zeitraum beobachtet, ihre Ernährung und ihr Leistung in der Schule und hat mal festgestellt, wenn die Kinder große Mengen Zucker zu sich nahmen, also so ein ungesundes Frühstück, wie ich Ihnen das schon mal gesagt habe und ich möchte das hier vielleicht noch mal kurz zeigen, Sie kennen ja diesen Kreislauf Zuckeraufnahme, Insulin, Blutzucker, Hunger und dann geht es wieder rum. Interessant ist, was passiert, wenn mein Gehirn Unterzucker bekommt und ich lasse das hier mal gerade laufen, dann sage ich Ihnen, wie diese Studie weiterging. Also die süßen Speisen führen zu einem schnellen Zuckeranstieg, zu einem entsprechend hohen Insulinanstieg. Dann baut das Insulin den Zucker ab, in den es eingelagert wird. Kennen Sie alles. Und wenn das eben zu viel Zucker war, als Reaktion zu viel Insulin, bekommen wir einen Unterzucker. Und hier liegt das Problem, der Unterzucker ist eine Gefahr für das Gehirn. Wenn das Gehirn nur für 5 Minuten unter dem normalen Level liegt, hat das eine bis zu 1,5 Stunden verminderte Leistungsfähigkeit. Das Gehirn reagiert so empfindlich, dass eine kurze Unterzuckerung sich langfristig auswirkt. Wenn die Kinder also morgens so was Süßes essen, und das war das Ergebnis dieser Studie, sind sie deutlich schlechter, und zwar hat das eine Schulstufe ausgemacht. Das heißt, die Kinder, die sich normal ernährt hatten, konnten das Gymnasium besuchen, die sich nicht normal ernährt haben,
hatten nur die Möglichkeit zur mittleren Reife oder umgekehrt mittlere Reife Volksschule. Eine Schulstufe Leistungsverminderung nur durch ein ungesundes Frühstück. So sehr reagiert das Gehirn auf diese Schwankungen und deswegen ist es ganz wichtig, dass man darauf achtet, das Gehirn möglichst eben optimal zu versorgen. Auch kurzzeitige Unterzuckerung in der Nacht schadet dem Gedächtnis und das können Sie mir jetzt sagen, warum? Was passiert nachts in meinem Gehirn? Da wird das aus dem Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis abgespeichert und wenn das Gehirn da nicht optimal versorgt ist, wenn Zucker mangelt und Zucker ist ganz wichtig fürs Gehirn, wird dieser Vorgang eben nur gestört ablaufen. Ja, jetzt bin ich fast am Ende angelangt. Ich möchte noch ein paar abschließende Gedanken hier äußern. Ich gehe nochmal auf Peter Hane zurück. Information heißt denn auch, dem Menschen zu helfen, Gutes vom Bösen zu unterscheiden und das Gute nachahmenswert erscheinen zu lassen. Das ist eigentlich die Aufgabe, die wir als Eltern auch unseren Kindern gegenüber haben. Einerseits zu informieren, diese Aufgabe des Informierens ist allerdings auch eine Sache, die dann auch mehr die Fachleute anbetrifft. Wir haben eben das Problem, wie dieses Zitat es sagt, dass viele eine gesunde Lebensweise aus Unwissenheit vernachlässigen und benötigen deshalb Unterweisung. Eine große Anzahl Menschen jedoch wissen mehr, als sie tatsächlich umsetzen. Ihnen muss die Notwendigkeit eingeprägt werden, aus ihrem bloßen Wissen eine Richtlinie für ihr tatsächliches Leben zu machen. Hier hat der Arzt viele Gelegenheit, sowohl Wissen über Gesundheitsprinzipien zu vermitteln, als auch die Bedeutsamkeit ihrer praktischen Umsetzung aufzuzeigen. Mit guter Unterweisung kann er eine Menge zur Verbesserung von Missständen tun, die unsäglichen Schaden verursachen. Und ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt in den 9 Stunden genügend Informationen geliefert und auch bin auch hoffentlich dieser Aufgabe nachgekommen, Sie so zu unterweisen, dass Sie jetzt auch für sich selber besser Entscheidungen treffen und Missstände eben, die sonst kommen, verhindern können. Und dann führt es eben dazu, wie es hier heißt, das Glück ist es, wenn alle Kräfte des Körpers und des Geistes harmonisch zusammenwirken und je ausgewogener wir leben, desto ungetrübter kann dieses Glück sein. Und gerade der heutige Vortrag, dieser Zusammenhang Körper-Geist, die Auswirkungen, die auch meine Ernährung, mein Verhalten auf mein Gehirn hat, sollten Sie zum Nachdenken anregen, wie wichtig es doch ist, hier auch dran zu denken und hier entsprechende Schritte zu unternehmen. Und dann geht es Ihnen wie auf dieser Karte, die mir meine Mutter mal irgendwann gegeben hat. Es gibt Menschen, die rauchen und trinken nicht, essen nur Gemüse und meiden auch sonst jeden Genuss. Zur Strafe werden sie 100 Jahre alt. Empfinden Sie es nicht als Strafe, wenn Sie älter werden, sondern genießen Sie das, was Sie als Zugewinn haben in diesen Jahren. Und ich hoffe, dass Sie jetzt ein bisschen mehr Informationen und auch Verhaltensweisen gelernt haben, was man machen kann, um sich noch gesünder zu halten oder überhaupt um gesund zu werden. Und es wäre schön, wenn Sie das auch an andere weitergeben, nicht nur Ihre Kinder. Erzählen Sie ihnen, was man machen kann. Oft sind es kleine Dinge, die man nur verändern muss, um Großes zu bewirken. Ich danke für Ihre lange Geduld, 9 Stunden an 6 Abenden. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.